aufs Gesicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall die Bewegung schon mal Richtung B. Und wie angesprochen, die Molotovs und die Smoke. Ja, also Venom muss gar nicht sehen, was gemacht wird. Er kann euch das auch casten ohne Monitor. Und deswegen sehen wir jetzt ja auch diesen Zugriff in Richtung B. Man wartet natürlich ab. Man geht da jetzt nicht mit Vollgas rein. Man möchte sich so spät wie möglich verraten. Und das mit David Karsch in der erster Klick gegen Maki könnte auch ein kleiner Bait sein, weil dadurch bleiben die Spieler natürlich erstmal vor dem A-Spot. Ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Aber der First Blood ist da. Und das ist natürlich auch wichtig, in dieses Spiel gut reinzukommen. Nichtsdestotrotz die Granaten weiterhin am Gürtel. Und wir sehen es jetzt hier. Du kannst aus dieser Situation sehr, sehr gute Molotovs werfen für den Connect. Und sie werden verworfen, um Gottes Willen, was für ein Start in die Partie, und das ist natürlich nicht ideal, wenn du hier natürlich mit solchen Schwierigkeiten reingehst, aber Sia mit dem nächsten, das heißt 4 gegen 3 mittlerweile sogar. Ja, die Unterzahl wächst weiter, jetzt aber Sia hat leider Glück gehabt, dass da ein bisschen was daneben geht bei Alex R. Und Paddy, der muss alles geben, bekommt nochmal 2 und ist jetzt sogar in der Möglichkeit, die Runde zu holen, außer David K. macht direkt den ersten Klatsch. Und David K. Nummer 1, David K. sieht den zweiten! Und was für ein Brett, Junge, vom Allerfeinsten! Damit das 1:0 für Ad Hoc Gaming schon mal klar, aber nichtsdestotrotz die Bombe gelegt bei Auronix, dementsprechend natürlich schon mal ein bisschen Padder auf dem Konto, aber trotzdem, wie wichtig ist das bitte, so in eine Partie zu starten? Und meistens zieht sich das auch durch die Partie und dann wird so ein David K. hier mal eine große, große Marke. Ja, und da sehen wir jetzt nochmal den Klatsch, der fliegt auf den Kopf, schöner Shot von David. Und das ist natürlich ein Start, wie man ihn sich wünscht. Wenn das so losgeht, mit einer knappen Pistole, mit einem 1 gegen 2 Klatsch, dann kann das heute nur ein großartiger Tag werden. 3 Best of Threes haben wir für euch in den Playoffs. Am Ende wissen wir, wer 99 Damage Liga Sieger dieses Jahr ist, zumindest für diese Season. Und ich bin sehr gespannt, ob Attax sich hier den Titel zurückholt als Finalist. Die sind ja bereits gesetzt, ob wir einen der anderen Teams da am Start sehen. Unicorns, die können ihren Titel ja nicht verteidigen, haben es dieses Jahr nicht geschafft. Ja, bitter, bitter böse. Also da sieht man auch immer wieder, wie krass und wie unterschiedlich vor allen Dingen wirklich das nationale Counter-Strike ist und wie unterschiedlich man da wirklich teilweise ja, durch die Saisons verläuft. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, wie das hier vonstatten gehen wird. So, David Geist erstmal Richtung Efeu. Der muss ein bisschen verzögern, aber man hat natürlich hier auch wieder den Forceball reingeknallt bei Auronix. Wir sehen noch zweimal die SMG, deswegen auf Close Distance entweder Richtung Efeu relativ aggressiv oder halt Richtung B auch immer eine Alternative. Ist ja noch nicht so viel passiert, immer mal so ein bisschen mit den Granaten gearbeitet. Mali bekommt die Support-Flash, um in den Pop-Tag zu gehen. Und Maki, das sind immer die Duelle, die ich beeindruckend finde. Dass eben der Spieler, der von der Leiter hüpft, noch das Duell gegen Mali holt. Und das ist der Vorteil für Auronix Gaming in der sehr wichtigen Runde. 1:1 Trade noch in der Main. So, und damit jetzt hier eine 3 gegen 4 Situation, Überzahlsituation für Auronix, die natürlich hier gerne diese zweite Runde für sich mitnehmen würden. Aber Devran und David K. passen auf, Paddy nochmal auf der Suche. Aber da hat er erstmal ein bisschen in die Luft geschossen, 2 gegen 3 und das muss erstmal umschlüsselt werden. Ah, Perks jetzt im 1 gegen 3 Klatsch, den ersten hat er, den zweiten noch im Spraydown, schafft es leider nicht ganz da, alles auf den Körper zu bringen. Alex R. und Devran, beide relativ low, aber auch Perks mit 29 HP, keine leichte Aufgabe. Mit der MP9 kann er das fast nicht gewinnen, die Feuerrate der Distanz zu hoch und damit das 2:0 für Ad Hoc Gaming. Nicht hundertprozentig solide, aber zumindest den Force Buy von Auronix abgewendet und das heißt für sie jetzt maximal verbesserte Pistols. Ja, und das ist natürlich auch der große Faktor. Es ist jetzt hier ein Force Buy gewesen, dementsprechend mit 2 Waffen übrig zu bleiben, sieht gar nicht oder ist gar nicht so schlecht, wie es vielleicht anfänglich aussieht, denn man kann natürlich damit jetzt in dieser dritten wichtigen Runde viel Geld aufbauen. Hier muss man jetzt punkten, hier darf man jetzt nicht zu viele Waffen liegen lassen, aber man sieht es auch schon am Money, die haben einige Deagles gekauft, sogar insgesamt 4. Meines Erachtens Train auch wirklich eine prädestinierte Map, um schlussendlich genau mit dieser Pocket AWP auf weite Distanzen zu spielen. Mal gucken, wie viel sie hier rausholen können. Alles mehr als 2 wäre schon sehr, sehr gut. Ja, du sprichst es an, Train, weite Distanzen. Es wird auch ein bisschen auf die AWPs, auf die Second AWPs geguckt. Devran, Maki, der ja auch immer wieder reinzieht. Und da bin ich sehr gespannt, wie auch die Orbs eingesetzt werden können und was wir für große Highlights heute sehen werden. Okulish ist auch hier gegen Perks erfolgreich. Das ist jetzt eher eine Formsachenrunde, wenn Auronix nicht irgendwo große Deagle Plays rauszimmert, sollte das für Ad Hoc eine Runde sein, die sie locker aus dem Handgelenk schütten. Ja, wichtig jetzt vor allem, die Bomb-Plays nicht zuzulassen und so wenig Waffen wie möglich rauszunehmen. Aber Paddy, der ist schon wieder da. Der kann also dementsprechend auch hier wunderbar auf die AK wechseln. Ist selber auch nicht so hart reduziert. Jetzt 45 HP, da ist die Scout möglich. Und jetzt hat man hier den Versuch und schön von Paddy die Rotationsliege dicht gemacht. Und damit machen sie eine gute Chance, wenn Devran nicht komplett ausrasten würde. Und Bombe geplantet.
Der Jump Shot mit der P250, jetzt Maki, die Diegel muss treffen, und da ist das Ding. Auf dem Gesicht, 2-on-2. Die Bombe tickt natürlich gegen Atok, die müssen jetzt Gas geben. Mali müsste gehört worden sein, aber Red hat es nicht auf dem Schirm. Jetzt durch die Flash auf jeden Fall, dass da einer aus der kleinen Rampe kommt. Mali nochmal erfolgreich, 1 gegen 1, Maki will ins Duell gehen, er will die Diegel machen und Maki mit der AK. Und dann ist es die erste Runde für Ironix Gaming mit Desert Eagles. Ich bin wieder der Jinx Masterplay, ich sage, es ist nicht möglich und dann kommt die Runde durch. Ja, und damit gibt es natürlich auch nochmal eine Ratsche für die Herrschaften, die erste Runde hier geholt haben. Atok Gaming damit natürlich im Zugzwang und vor allen Dingen auch in der Situation, dass man jetzt hier reinforcen muss. Eigentlich war es die Economy Round, wo sie selber Geld aufbauen konnten, weil es letztendlich gegen schwächere Waffen ging, aber dann ist Ironix stark gewesen, vor allen Dingen dieser Push von Paddy, der auch den Rotationsweg nochmal dicht gemacht hat, mit der AK unglaublich stark gepunktet hat und ja, damit hat man auf einmal den ersten Zähler. Wichtig für Ironix hier nicht sofort unterzugehen und jetzt heißt es natürlich, das zu verwerten und nicht zu eskalieren. Ja, der Fran hat den Call geben können, dass da einer aus der Main bereits rauf ist. Sia ist das, der da so ein bisschen die Peak gesetzt hat. Maki aus Popdog nochmal mit ein bisschen mehr Kontrolle von Red, der den Refract setzen kann. Überzahl bleibt da. Atok Gaming, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, müssen runterforsten, weil die haben eben nicht das Geld zur Verfügung. Also da kommt ein bisschen was raus natürlich. Und das ist jetzt die Möglichkeit für Ironix, direkt die Führung erstmal zu übernehmen. Ja, und dann ist man quasi schon daran bedacht, hier defensiv zu gehen, gar nicht mehr so aggressiv auf die Waffen zu steuern. Denn der Punkt ist einfach, dass der Raum komplett erschlossen worden ist von Ironix. Die sind natürlich jetzt hier auf dem kompletten Spot und da nochmal irgendwie zu picken, ist der sag ich mal, die negative Auswahl. Da muss man jetzt überlegen, okay, wo stellt man sich hin, wo kann man vielleicht noch einen Exit-Track machen, wo kann man eine AK noch extrahieren, aber es wird unglaublich schwer, weil mit 4 Mann, man kann sehr, sehr gut zusammen safen, man wird sich sehr, sehr wenig extrahieren lassen und dann denke ich mal, sollte das hier auch ohne weiteres die Runde für Ironix und ohne Waffenverlust werden. Ja, Alex, er pusht jetzt nochmal rein. Oh, das ist cool. Sehr smart. Hat er wahrscheinlich gekolbt bekommen oder so, dass da jemand gestorben ist, dass er da eine findet, weil das war sehr fokussiert. Popdog runter, AK, Popdog wieder raus. Fisch. Ist okay. Ja, vor allem, wo willst du die hinpacken? Ja. Also das ist auch wieder der Faktor. Wo willst du die AK hinpacken? Es gibt wirklich viele Maps, wo es halt wirklich Areale gibt, wo du nicht drankommst. Hier ist es sehr schwierig. Ich weiß nicht, kriegst du die vielleicht oben auf den Pop geworfen? Ich glaube nicht. Dementsprechend, ja, sehr, sehr smarter Move da in dem Augenblick. Ist lange, lange da gewesen. Keiner ist über Popdog speichern gegangen. Und hier gucken wir mal ein bisschen auf die Advanced Statistics und fast alle 50% Headshot-Quote bei Atok. Das ist alle 50-50 geht ins Gesicht. KD von David Kader wieder am Start, recht gut. Und auch Maki, der seine Leistung erstmal noch abrufen kann. Also da auch immer wieder der Player to watch von meiner Seite, wo ihr darauf achten müsst. Maki, wichtige Personalie bei Ironix Gaming. 2-2. Jetzt natürlich die Economy von Atok. Die beiden Waffen, die sie haben, sind gesaved worden. Alex, er macht damit auch direkt ein bisschen Schaden. Und wenn er mindestens 2 macht, könnte es knapp werden. Jetzt ist er aber rausgenommen. So, Kulische ist hinterm Spot. Der muss natürlich jetzt irgendwie was sich trauen. Hat die AK ersten Frag, das ist machbar hier, aber den zweiten kriegt er nicht. Perk sehr gut im Refrag gestanden und das heißt, Sia hält jetzt auch erstmal den Winkel. Oh, gerade ganz kurzes Off-Timing am Ende Mali mit dem Versuch des Backsteps, aber Maki ist aufmerksam. Dementsprechend die erste Führung für Ironix. Also die Jitko-Regel noch nicht mal hier erfüllt, dementsprechend sofort dran vorbeigezogen und da ist eine Ratsche wert, oder? Das ist eine Ratsche wert, auf jeden Fall. An dem Fall natürlich noch ein bisschen sehr früh für die Comebacks und Ironix Gaming bringt sich da auch erstmal eine gute Position. Wir sagen es immer wieder, eben mit dieser CT-Seidung könnte Ironix Gaming, denke ich, mit 6 Runden zufrieden sein auf Train. Alles Weitere ist dann Bonus mit drauf. Weniger sollten es aber auch nicht werden, um einfach nicht ins Schwitzen zu kommen auf dem eigenen Mapping. Ja, vor allem jetzt noch 5 Stunden 3 zu holen, ist super wertvoll und vor allen Dingen hat man einfach die City-Economy super krass gebrochen mit dieser einen Runde gerade eben. Und das ist das spiegelt sich dann einfach im Rundenstand wieder. Und jetzt muss man schauen, wie man das Ganze umspielt. Erstmal ein bisschen passiver, ein bisschen aggressiver von den Cities von Atok. Die wollen dann ein bisschen aktiver Richtung Main spielen und Okulisches könnte jetzt Play haben. Ah, der ist ja gut drin, hat keine Flash bekommen oder nur die Kleine von Sia damit dabei gewesen, die aber nicht wirklich viel Impact hatte. Wäre da eine krasse Teamflash dabei gewesen, hätte den Triple Kill sicher gehabt. Aber David K. jetzt nochmal im Olaf, wurde noch nicht gecheckt, kann da jetzt umlaufen, ist auch um den Yellow Train rum und könnte vielleicht hier mindestens einen rausnehmen, weil die sind komplett off guard. Die rechnen nicht mit David K. und der macht auch 2. Sondern steht Maki aber schon sehr gut durchgemogelt. Nichtsdestotrotz 2 gegen 2 Situation. 29 und 33 noch bei ESG. Alex R. kommt jetzt von hinten, der hat noch die komplette HP-Leiste voll. Und damit kannst du natürlich arbeiten. Wir gucken auf die Gürtel, beide nur noch sehr, sehr wenig am Start. Insgesamt wieder eine Flash und dann schön aufgereiht. Was für ein Brett von Maki, Alter! 1 gegen 2. Alter, was war das denn? Den habe ich ja komplett tot gesehen. Plötzlich dreht er sich um, zack, gibt's das Ding. Und jetzt ist es für Defran nicht möglich. Da kann er rumlaufen, wo er will. Was ein Brett und was eine Runde. ESG auch im Fullby zum 4-2. Und das bedeutet im Umkehrschluss wieder Atok Gaming. Wir sehen es jetzt nochmal in den Statistiken, auch vom Money Management. Wird das ganz schwierig. Und ich muss sagen, Okulisches und Alex R. mit 1,5 und 1,7, das könnte auch für die Folgerunde schwierig werden. Auch Mali nur mit $1.500.
Also bitter. Gut, sie haben einen maximalen Loser-Bonus, dementsprechend kriegen sie 3-9, nee, warte mal, 3-4 oben, nee, warte mal, doch, 3-4 oben. 3-4. Und dementsprechend ist es immer wieder, klar, es wird knapp, aber sie verzichten auf Helme, dementsprechend sollten sie sich vernünftig ausstatten lassen. Aber du hast es eben mal angesprochen, ist so ein Keyplayer wichtig und Marki haut einfach mal eine 10-0-3-Stats oder eine 10-0-2-Stats rein. Und ja, er ist wichtig, weil er macht jetzt gerade die Frakes und die Entscheidenden, dass sie diese wichtigen Runden, diese Schlüsselrunden verlieren, gewinnen, um schlussendlich dann natürlich die CTs weiterhin im Economy zu brechen. So, und jetzt die Frage, ist dieser Bug immer noch am Start, dass man die AK nicht picken kann? Das wäre jetzt bitter natürlich. Jetzt kommt man eh nicht dran. Der Molotov verhindert das erstmal. Marki auch wieder mit dem Entry in Richtung A-Spot. Okulicious, wenn er den dabei daneben haut, verliert er halt natürlich komplett das Duell da mit der Scout. Auch nicht die beste Waffe für solche Situationen. Und es klingelt ja gerade komplett im Gesicht von Atok Gaming. Schön von Perks und von Marki. Damit ein 4 gegen 2. Aber wirklich richtig am Klingeln. Ding dong, ding dong. Also wirklich, da sitzen nur noch die Bretter. Und dann ist auch Atok Gaming natürlich irgendwann mit ihrem Latein ein bisschen am Ende. Aber abwarten. Es ist jetzt die 5. Runde, die Auronix mitnehmen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie nochmal Atok da eine Möglichkeit hat, darauf zu reagieren. Mali ist auch schon im Speichermodus, der hat ja auch die AK. Alex R., der wird nochmal ein bisschen auf die Pirsch gehen, ob er da vielleicht den einen oder anderen, die ein oder andere Waffe mit rausnehmen kann. Und dann heißt es wirklich, sich zusammenreißen. Dann heißt es vor allen Dingen, Geld eigentlich mal ein bisschen zu sparen, um schlussendlich vielleicht auf eine Doppel-AWP zu gehen, die auf Daytrain maßgeblich ist. Und ich denke, man wird es auch gleich erleben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da ohne Doppel-AWP in die nächste Runde gehen wird. Na, Alex R. bleibt jetzt noch close, holt hier vielleicht noch Marki raus. Oh, der erste geht daneben, jetzt ist Marki im Vorteil, aber Alex R. mit dem Kopf und damit hat man zwei AKs sichern können. Das ist für die CT-Seite gleich doppelt gut, weil man logischerweise die Waffen nicht kaufen kann. Die also dann nochmal als starke Rifles on top oben mit drauf und damit ist auch das Problem in Anführungsstrichen mit dem Geld nicht mehr gegeben, weil man diese beiden Waffen dann natürlich als extra Drop-On nochmal benutzen kann. Und da ist sie, die Doppel-AWP bei Atok Gaming. Genau, die Doppel-AWP ist da, wollte ich gerade noch darauf ansprechen. David K. und Devran, die beiden, die sich hier für dieses lange Rohr entscheiden. Zweimal AK auf der Terrorseite mit einer SG hätte das Ganze nochmal ganz anders gewirkt, aber auch eine AK ist stark, denn so kannst du als up-aimender Spieler trotzdem mit einem One-Shot auf jede Distanz ja, den Spieler herausnehmen und das ist natürlich extrem wertvoll. Dementsprechend vom Waffensetup kann es eigentlich gar nicht besser laufen. Man hat ein bisschen noch auf Utility verzichten müssen, aber mal gucken, wie man da oder das Ganze jetzt hier verwerten kann. Viel, viel Geld übrig gelassen auf jeden Fall. Ich bin gespannt. David K. auch da natürlich Richtung Ivy eine wichtige Posi, dass sie da nicht von hinten irgendwie umlaufen werden können. Perks mit dem ersten Duell gegen Okulicious. Mittlerweile muss ich sagen, passiert es recht häufig, dass Atok Gaming sehr weit nach vorne geht. Also auch hier jetzt in der Main mit der Smoke wieder Mali, der durchpushen möchte, wo man irgendwelche offensiven Plays versucht, die aber einfach nach hinten losgehen. Und da bezahlt sich jetzt gerade nicht wirklich das offensive Spiel von Atok Gaming. Und das ist wieder eine Fullball-Runde, die sehr, sehr entscheidend sein kann. Sehr interessant, man spielt die Doppel-AWP, spielt trotzdem sehr, sehr aggressiv nach vorne, also scheinbar hat man da wirklich einen Plan gehabt. Hier jetzt gerade nochmal ein Kill, ohne Sicht, also sogar, dass er blind ist und dann Marki aber mit der passenden Antwort. Devran wichtig, die AWP macht die einzigen beiden Frags, die man jetzt gerade bisher in dieser Runde vollzogen hat. Alex R. im 1 gegen 3 und dann ist der erste da und Marki, schon wieder Marki, immer Marki und wieder holt er hier zwei Frags raus. 14-0-4-Set. Was hat denn für eine ADR der her? Das ist ja der absolute Oberhammer. Und ja, er macht so ein bisschen den Simpel. Das würde mich mal interessieren. Die ADR einmal bitte. Ja, da unten. Ah, dankeschön. Musche gucken. Musche gucken. 170er ADR. An der Stelle Grüße an den Smiley und natürlich an Jitgo, der hier im Backstage sitzt und für euch den Observer macht. Also ein Herz mal in den Chat für den guten Jitgo, der hier alles und jeden Frack für euch bereithält. So, bereit gehalten wurde auch die Smoke und vor allen Dingen ist jetzt eine Sache bereit und zwar wieder einmal eine Eco. Man hat bei Mali sogar eine nackte AWP gekauft, also klar, der hat sich noch Rüstung dazu gegönnt, aber dass man da auf einer AWP steht, $750 am Ende übrig, weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, aber vielleicht ist es ja auch hier wirklich genau diese Frechheit, die funktionieren wird. Erster Frag für David K. auf jeden Fall, der kann sich natürlich jetzt noch eine Waffe gönnen und jetzt heißt es, los. Boah, da war er auch drauf, da war er auch drauf. Aber Perks einfach ein Stückchen schneller. In Richtung Olaf wird nochmal gefightet. Perks mit dem zweiten, Perks mit dem dritten. Jawohl, die Multifrags, die da wieder durchkommen. Mali wird gucken, dass er die AWP durchsaved. Jetzt ist Okulicious ebenfalls gefallen. Mali ist bekannt, kann aber nichts mehr machen. Also ich glaube nicht, dass er das noch versucht. Aber 1 gegen 2 ist prinzipiell machbar. Problem ist, dass er kein Diffuse-Kit hat. Ja. Das ist der große Faktor. Wenn er Diffuse-Kit hätte, würde ich ganz klar sagen, geh dafür. Ja. Aber so sind es 10 Sekunden, die er sich Puffer behalten muss, um den Diffuse zu machen. Da ist die Bombe einfach schon viel zu fortgeschritten für. Dementsprechend da auch die richtige Entscheidung, die Waffen durchzubringen. Nichtsdestotrotz 7 Terrorrunden aus 9 gespielt. Was ist denn hier los, Freunde? Also so viel dazu wieder, dass der Venom was predicted. Und dementsprechend siehst du ja, man kann hier einfach würfeln. Dreimal W20 einfach in die Mitte, gucken, was für ein Querwert rauskommt, dann ist es das. Wow.
Also, die nächsten 99 Damage Offline Finals, die Playoffs, werden am Würfeltisch entschieden und das dauert dann auch nur 10 Minuten. Ist dann aber auch nicht so spannend. Deswegen werden wir weiter auf dem Server gehen und wieder die Doppel-AWP natürlich durch den Save von Mali. Muss man nur eine nachinvestieren. Jetzt sehen wir auch langsam, dass das Geld hier natürlich eine Rolle spielt. Und Euronix Gaming, ja, mit 7.000, 8.000 im Durchschnitt sind sie auch recht safe. Also, um Ad Hoc Gaming hier wieder in Vorteil zu bringen, brauchen die Folgerunden. Und zwar nicht zwei, sondern mindestens drei. Ja, und da kommen schon mal die ersten Frags. So, Gulishis, der nimmt jetzt erstmal so ein bisschen die Verantwortung in die Hand, hat da zwei Frags rausgeholt. Aber die große Frage, sind vielleicht diese 7 Terrorzähler jetzt schon ein bisschen zu viel? Also, es ist die Vorteilseite, die man hier gerade steht. Hier sieht es jetzt bisher sehr gut aus. Drei Spieler rausgenommen, noch keinen einzigen verloren. Red und Marky, die müssen jetzt irgendwie ein bisschen rumpicken. Aber der große Faktor ist, sie haben da einen Puffer, sie haben das Geld. Sie haben die Möglichkeit, genau das zu tun. Und vielleicht geht es ja sogar auf. Ja, Kulisches wartet aber noch gut am Pop-Talk, also da, wo auch Marky oben drüber steht. Und solange da erstmal der Kontakt nicht zustande kommt, wird es nicht in die Rotation Richtung A gehen können. Oh, schönes Timing mit der Nate. Da muss man sich jetzt zurückziehen da oben. Bisschen Schaden ist angekommen. Und ansonsten aber trotzdem noch das 2 gegen 5. Aber das sind eben so Klatschsituationen, die können fast nur mit Fehlern des Gegners gewonnen werden, weil man halt so einen mega großen Vorteil hat. So, und jetzt haben wir hier wirklich so diesen, ich würde ihn fast sogar Marky Peak nennen. Ich habe ihn das erste Mal von Marky gesehen, dass er da abgesmoked hat und da immer wieder ein bisschen hochgejiggelt ist. Ich wollte gerade schon sagen, warum muss man jetzt aggressiv gehen, warum muss man offensiv gehen? In dieser Überzahlsituation bin ich eigentlich gar kein Fan von. Aber er wollte einfach nur Informationen sammeln, was in Ordnung ist. Aber auch da ist es nötig, braucht man es gerade. Klar, man möchte die Waffen nicht durchgeben lassen, aber nichtsdestotrotz hier der Versuch. Schön von Okulishis, der insgesamt 3 macht, 1 gegen 4 für Red. Da sieht man, dass die Jungs genug Geld haben. Wenn man hier ins 2 gegen 5 bei 30 Sekunden nochmal reingeht und sagt, wir gehen all in dafür, alle Waffen verliert, ist aber in dem Falle wirklich nicht so schlimm. Wir sehen es immer noch über 3000 bei jedem Spieler. Der einzige Paddy, der ein bisschen viel ausgegeben hat in den letzten Runden, reicht aber auch noch für eine weitere. Und das bedeutet, Ad Hoc Gaming muss auch geldmäßig aufpassen, weil sie haben weiterhin teure Runden auf dem Konto mit dieser Doppel-AWP, die eben sehr viel Geld erfordert. Und deswegen Euronix Gaming mit einer Runde zum Brechen direkt wieder richtig schwierige Schwierigkeiten dann. Ja, umso besser, dass sie jetzt gerade nur eine Waffe verloren haben auf der City-Seite und jetzt heißt es, wie du schon eben angesprochen hast, mindestens eine Folgerunde, wenn nicht sogar zwei, weil dann baut sich natürlich auch irgendwann der Loser-Bonus bei ESG auf und dieser aggressive Move, ne? Also viele würden jetzt sagen, spielt doch vielleicht mal eine Runde safe, aber die haben da einfach gar keine Kompromisse. 1-1 straight, ah! Also auf der City-Seite nie der ideale Faktor, aber Mali, der kommt nochmal hinterher und der sagt, den nehme ich jetzt mit und dann ist die Frage, ob Sia sich da verkaufen lässt. Ah, es ist clever von Sia, dass er da überhaupt nicht offensiv ist, sondern eben diese Jump-Peaks macht. 1, 2, 3, immer noch die Jump-Peaks, jetzt hat er ihn aber gesehen. 4. Und da wird gerade so ein bisschen einfach der Gegner verarscht. Die Jumps immer wieder etwas anderes Timing. Da kannst du mit der Arbe nicht predikten. Und dafür ist er auch einfach ein bisschen zu kurz da zu sehen mit dem Hüpfer. Und das heißt für Mali, okay, dann bleib halt, wo du bist. Und er zieht sich zurück. Ja, also wirklich ein bisschen so das Mindgame. Kommt er jetzt oben oder nicht? Hier der Double Peak nach unten. Okulishis mit der passenden Antwort. Smoke und dann holt er hier den ersten Frag. Wie wichtig war das denn bitte? Und jetzt hier sogar erfolgreich gegen den Mittelspieler, gegen Mali. Also nicht gegen den Mittelspieler, sondern der die Mitte abgeaimt hat. Und jetzt heißt es hier 2 gegen 3. Beide Seiten möglich. Wow. Darf das nicht passieren. Zia kommt da raus. 2 gegen 2. Ja, Okulishis hatte jetzt zwei Optionen. Entweder im Pop-Dog-Fighten gegen Paddy oder eben über die Main gegen Zia. Zia hat er sich entschieden und Zia hat er dann auch gefaced. Daraus aber das Duell verloren. Triple Kill mittlerweile bereits für ihn. Und 2 noch am Leben. Er könnte sich das Ace hier schnappen. Und er muss auch noch was machen, um hier die Runde weiter offen zu halten. 20 Sekunden. Der Plant ist noch nicht durch. Und da ist jetzt Alex R. von hinten. Und damit rechnet man nicht. Und er wartet clever ab. Und das ist definitiv die Runde. Das kann er nicht verlieren. Und damit hat man mal 2 Runden in Folge hier aus Equipten Ründchen gemacht. 4-7. Nichtsdestotrotz, es könnte hier vielleicht schon ein bisschen ein zu schneller Raketenstart von Euronix gewesen sein. Aber mal gucken. Vielleicht ist die Terrorseite ja auch genau die Seite, die den Herrschaften Spaß macht. Und auch von mir auf jeden Fall nochmal ein großes Lob an Jitko. Der macht das sehr, sehr schön, finde ich. Ey. Also grafisch immer wieder schön die Übersicht. Großes Lob. So. Weiter geht's auf jeden Fall, Ladies und Ladies and Gentlemen. Und wir sehen hier die Doppel-AWP weiterhin auf Ad Hoc Gaming Seite. Auf der anderen Seite Red mit dem Versuch natürlich auch mit dem langen Rohr zu punkten. Und Okulishis, der ist heute aggressiv unterwegs. Also der will das Pop-Doc hier auf jeden Fall für sich. Ja, generell Ad Hoc Gaming, die machen da keine halben Sachen. Gehen das Ganze recht offensiv an und machen die CD-Seite da auch
einfach zum Druckpunkt, was es für Ironix Gaming natürlich auch schwierig macht, langsame Explodes zu spielen, sich lange irgendwo zu fokussieren, weil sie halt immer Angst haben müssen, wenn du jetzt zu 5 Richtung B läufst und einen langsamen Execute wartest, dass eben die Gegner, wenn sie so aggressiv spielen, sehr schnell Ivy-Kontrolle haben, sehr schnell diesen Außengang da frei kriegen und dann wissen sie halt, okay, A ist relativ safe und das kann die eben in die Karten spielen. Also Artok Gaming macht immer Druck, hält sich immer präsent und Ironix Gaming muss dahingehend auch reagieren. So, das Abwarten, wieder mal dieses Spiel und sie machen es jetzt gut bezahlt. Vielleicht ist aber gute Position von Okulichtis. Der lässt sich einfach nicht verjagen. Der bleibt sowas von dem feindlichen Territorium. Und, oder sage ich mal, deklariert einfach auch gerne neutrale Zonen für die CTs. Und das ist natürlich wichtig, ne, diesen Raumvorteil. Jetzt das nächste Duell. Marky kommt aus dem Popdog raus, bekommt den weiteren. Aber der Backstabber Paddy ist wichtig für die Runde. Der die Fracks holt, ist der natürlich komplett entscheidend. Und jetzt heißt es hier natürlich, diese Position von Alex R zu maskieren. Macht er super gut. Und daraus kann er jetzt die Runde hier natürlich ummünzen. Ist mit einem schönen Timing da. Er lässt ihn jetzt auch erstmal planten, lässt noch ein bisschen Zeit. Macht den zweiten Alex R mit einem Wahnsinns-Play. Und das war's. Red fällt raus. Mali mit dem letzten. 5. Runde Artok Gaming. 3 in Folge. Und jetzt ist das Geld weg. Ich hab's gesagt. 3 Folgerunden. Und da ist das Money broke. Wir schauen uns das Replay an von der Aktion Alex R mit einem richtig guten Play. Super, super schön, wie lange er da abgewartet hat. Ein Vorteil, ich weiß gar nicht, warum man diesen Bombplant nochmal abgesetzt hatte. Man hat ihn ja schon einmal gestartet. Keine Ahnung in diese Richtung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht war da noch irgendwie eine Line nicht richtig sicher oder sonstiges. Man hat da auf jeden Fall das Ganze verzögert. Und das hat Alex R erst diesen Play gegeben. Klar, er hätte den Bombplanter auch nach dem Plant noch holen können. Dann wäre aber die Situation nochmal ein bisschen anders gestaltet geworden. Aber so musste natürlich dann auch der zweite Spieler aggressiv auf den Spot gehen. Hier ist es jetzt erstmal, den Efeu zu kontrollieren. Und David K., der kümmert sich gerade um die Mitte. Und dann könnte er vielleicht mal auf die Flank bekommen. Ja, David K. muss jetzt Richtung Ivy abhalten vor allem. Da wird er jetzt den Fokus halten müssen. Red, Sia und Marky sind unterwegs und die Deagles könnten problematisch sein. Marky fällt, aber auch direkt der zweite Kontakt für David K. Und das reicht. Jawohl, saubere Headshots, da lässt man nichts anbrennen. Bisher eine flawless Round, kann Sia was dran ändern? Ich glaube schon, aber nicht die Runde. Alter, was war das denn für eine Granate, Junge? Wie gesagt, Doppel-AWP, nee, Pocket-AWP, die da auf jeden Fall erstmal zugeschlagen hat. Ey, heilige Maria Gottes, also so ein Frack, den musst du auch erstmal auf die Reihe kriegen. Boah, also da hast du gar keinen Bock mehr, ne? Wenn du da gegenüber stehst und bekommst so eine Schelle, da zweifelst du erstmal im Spiel. Ja, da knallt's gut rein. Okulichtis, David K., wir sehen es im Scoreboard. Beide mit 12 Kills auf der Top-Fragging-Position. Marky noch allein auf weiter Flur. 15-0-9. Der zweite Spieler unter ihm hat 8. Also fast doppelt so viele bei Marky bisher. Wenn da noch ein bisschen aufgeschlossen wird, Ironix Gaming gut unterwegs. Und Artok Gaming, die merken das, dass das hier keine einfache Spazierfahrt wird, sondern dass sie hier Vollgas geben müssen. Ja, und dieses Vollgas muss natürlich jetzt erstmal abgewehrt werden von Alex R. Der kann da jetzt erstmal nur mit seinem Köpfchen ein bisschen abtauchen. Man weiß ganz genau, wo er steht und jetzt lässt er sich da unter Druck setzen, aber dann haben sie sehr, sehr gut getimt von beiden Seiten. Devran und Okulichtis. Mali! Devran! Mann, was ist denn hier los gerade? Innerhalb von kürzester Zeit der Zugriff. Und dann ist natürlich Markys Backstep völlig für den Püppis. Boah, aber was eine Rotation. Also innerhalb von Sekunden waren sie da. Da ist nichts passiert. Und das ist jetzt für Marky eine unglaublich schwere Klatschsituation, die er auch nicht holt. Und damit 7-7 heißt das in dem Falle für Ironix Gaming. Vielleicht sogar die Halbzeit noch abzugeben nach einem 7-2. Und das wäre echt ärgerlich. Ja, ich wollte gerade fragen, wie viele Runden haben wir da wirklich in Folge gerade gesehen? Aber du hast es gerade schon angesprochen, es stand 2-7. Und das heißt hier 5 Runden in Folge. Ne? Hier jetzt erstmal kurz Stuttering. Das ist übrigens gerade das EKG von Marky, der hier wirklich eine perfekte Leistung macht und dann natürlich so ein paar Ausschläge da hat. Aber ja, wir gucken natürlich mal hin. Wir gucken natürlich auch darauf, wie viel Geld noch übrig ist für diese allerletzte Runde. Und mit den Waffen musst du jetzt irgendwie arbeiten. Aber sind 7 vielleicht schon genug? Ne? Das ist die große Frage. Sind 7 Runden vielleicht schon genug? Was denkst du? Wird es vielleicht ausreichen für die Terrorseite, dass man da was rausholen kann? Oder denkst du, dass man da vielleicht Schwierigkeiten haben wird? Okay, ich habe jetzt gerade den größten Fehler gemacht, den man machen kann. Aber nichtsdestotrotz, denkst du, dass diese 7 Runden schon ausreichen können, lieber René Masterplay Geigenberger? Ich denke, 7 Runden sind völlig in Ordnung für Ironix Gaming. Also damit werden sie sich ganz wohl fühlen, wenn man auf die CT-Seite geht. Ich glaube aber, vor allem nach diesem 7-2 Standing hätte man sich da mehr erhofft. Also 8-9 Runden wären da schon noch schön gewesen. So ist es, wenn man noch die 8. holt, eine super solide T-Hälfte. Wenn man nur die 7 hat, auch noch in Ordnung.
Ja, dementsprechend. Mal gucken, wo es hingeht. Also wichtig vor allen Dingen für Ad-Hoc natürlich auch die Pistol zu holen. Das wäre extrem entscheidend. Und jetzt überlege ich gerade mal. Ne? Stimmt, die haben nicht die Pistol geholt. Ne? Also eiskalt hat man die Pistol bei Ad-Hoc geholt, steht ja 2-0 und dann gab es 7 Runden in Folge auf der Terrorseite. Also das hat wirklich ordentlich gescheppert. Aber jetzt am Ende kann man sich fangen. Die Frage ist nur, war es ein bisschen zu spät? Also ich bin sehr, sehr gespannt. Schön knackige, spannende Partie. Zumindest die erste Halbzeit. Und dann heißt es natürlich hier erstmal Train verwerten. Egal, ob für die eine oder die andere Seite. Oculicious, der ist auch wieder recht weit vorne. Dieses Mal liegen die Smokes aber tiefer in Main oder nicht tiefer, eigentlich weiter vorne an der Tür. Das heißt, Oculicious, das wäre absolut Selbstmord, da jetzt durchzulaufen. Da warten auch 3 Spieler von Neuronix. Die wollen da natürlich ran, aber Oculicious ist close distance und er macht 2. Das darf nicht passieren, das ist so viel Schaden. Und dann Mali wieder mit dem passenden Timing. Ein Spieler schon bekannt, der andere kommt gerade vor. Da hat man auch den Winkel schon wieder gehalten. Fetti aber mit dem Aiming und dann ist Devran da. Der nimmt den nächsten Spieler raus. Mag ihm 1-3. Wenn er das jetzt nochmal wegklatscht, dann ist er heute hier wirklich auf einer absoluten Glanzleistung unterwegs. Aber nein, Alex, er macht das 8-7. Ja, und damit gehen wir in eine ganz, ganz kurze Pause und sind in wenigen Minuten zurück der zweiten Halbzeit hier auf Train. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zur ersten Map des ersten Spiels der 99 Liga Finals. Ich freue mich und an meiner Seite immer noch der liebe René Masterplay Geigenberger. Einen wunderschönen guten Tag. Jawohl, jawohl. Herzlich willkommen. Es ist wirklich eine Freude, jetzt mal wieder hier mit ihr zusammen nebeneinander zu casten. Und ich freue mich auch natürlich, für euch hier im Mikrofon zu sein. Ad-Hoc Gaming gegen Neuronix Gaming. Und es verspricht wirklich eine Knallerpartie zu werden. Ad-Hoc hatte jetzt mit einem Comeback zumindest noch den 8-7-Vorteil aus der CD-Seite geholt. Das haben sie sich ein bisschen dominanter vorgestellt. Und Neuronix ist, denke ich, ganz zufrieden. Das könnte richtig heiß werden. Und die Pistol wird wieder sehr wichtig. So, Perk sogar gerade bei der Freestime noch auf den Server connected. Jetzt geht ist los, also besser on point kann man nicht sein. Der Kerl ist ready, wir sind ready und eine Sache ist auch ready, die Ratsche! Jawohl! Okay. So, und der Granate-Check, der ist relativ einfach zu umschließen. David K., eine Flash, das Rochet. Ja, warum auch? Wenn er auf Gesicht gehen kann. Hat er schon was geworfen? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht. So, aber weiter geht's. Ah, genau, er hat eine P2Fifi gelegt, never mind. Na, da ist das Geld verschwunden und 1-1 straight. Maki gleicht da wieder einen aus, sieht den zweiten über die Main, auch den hat er mitgenommen. Maki heute wirklich on point, Mann. 18 Frags mittlerweile, immer noch mit Abstand. Top-Fragger bei Euronics. Maki mit dem dritten! Was hat der gefrühstückt? Der will den Pokal, das ist ja Wahnsinn! Ey, war richtiger Wahnsinn. Was haut denn der hier für Bretter raus? Jetzt die Bombe gepickt. Der war erstmal auf einem anderen Plan, denn Alex R., der hat den B-Spot schon erschlossen. Steht hier am Stoppschild und jetzt heißt es natürlich irgendwie, diesen Vorteil daraus zu erzielen. Aber Maki, der ist heute unstoppable, Mann. Was holt der denn da raus? Das ist schon der vierte Frag, ne? Ja. Ja, Pistol Ace werden. Pistol Ace, dann kriegt er einen Flutschfinger von mir. Auf geht's. Wenn er irgendwann mal wieder live irgendwo zu sehen ist.
Ganz so froh, dass der Delay drin ist. Sonst hätte er das jetzt mal locker weggemacht und schon. Er macht's! Wow, Maki, Junge! Alter, einmal auf Twitter bitte Maki taggen mit MasterplayGG und reinschreiben, ein Flutschfinger geht auf mich beim nächsten Offline-Final. Ist das stark, Mann. Er ist einfach auf einem anderen Level. Heilige Maria Gott mit 21-0 Elbstedt. Also was holt der Kerl denn bitte hier raus? Also was der heute wieder powert. Und vor allen Dingen auch dieser wichtige, wirklich enorm wichtige Frag. Und dann mit dem nächsten Shot. Das ist so stark von ihm gespielt. Also wirklich sau krasse Runde. 8-8. Und so kannst du einen Ad-Hoc schlagen. Ja. So kannst du einen Ad-Hoc schlagen und da reicht dann auch ein Spieler, der komplett ausrastet, wenn sein Team ihn unterstützt, wenn er die Position bekommt, das Spotlight auszuspielen, dann kann es einer machen. Und Maki ist gerade einfach genau in dieser Position. 8-8, Euronics mit dem Ausgleich, Ad-Hoc Gaming, auch hier mit einem recht verhaltenen Force. Das sind nur die Pistols, man kauft zwar recht weit runter, auch dafür, dass man noch keinen Loser-Bonus aufgebaut hat. Mit Bombplank wird es reichen, ohne könnte es ein bisschen knapp werden. So, Alex, er hat einmal ganz kurz ein bisschen reingetunkt und er wurde natürlich ordentlich dezimiert, was die HP-Anzahl angeht. Nur noch 2 HP bei ihm übrig. Insgesamt sitzen hier wirklich die Damage-Granaten und insgesamt auch der Damage durch die Waffen. Selber noch nicht 1 HP verloren. Schau dir das mal an, das Team ist schon halb bröckelig. Also die stehen gerade mal auf so einer letzten Stelze, so ein ganzes Haus drauf. Also wirklich sehr, sehr schwierig. Ah, Perks, das Timing könnte schwach sein und Mali macht den Headshot. Da muss er sich immer 180 Grad drehen, verliert dadurch den direkten Fokus und damit klar, der war auch nicht schlecht. Heilige, was ist denn hier gerade los? Wunderschön. Und wenn man dann überlegt, wir sind hier auf deutschem Counter-Strike, deutsches Niveau, wo man hier gerade extrem gut punkten kann. Die Bombe, die liegt nochmal, sehr schön visualisiert. Und das heißt, man muss da natürlich nochmal zurückgehen, sich das holen. Mali mit dem nächsten Deagle-Headshot. Auf einmal ist es eine 2 gegen 2 Situation. Die Bombe wurde jetzt gepickt und hat man natürlich nochmal den Raumvorteil, diesen Raum oder das Timing vor allen Dingen in diesem Augenblick. Und das ist, ey, es ist unglaublich, weil einer ist schon B durch. Oh Mali, auch den muss er machen, den muss er machen, der schaut ihn nicht an. Und damit ist es Red im 1 gegen 2, 25 Sekunden, A oder B plant. Wofür man sich jetzt entscheidet, ist hier die Vorentscheidung der Runde und es wird A und damit ist die Bombe down und damit ist die Runde weg, weil ich glaube nicht, dass man da rechtzeitig rankommt. Mali wird jetzt erst zur Bombe laufen und planten müssen. Könnte er sogar noch schaffen. Nee, die liegt zu schlecht. Sie liegt wirklich zu schlecht. 10 Sekunden, da deckt er auch damit. Aber es könnte, boah, das, nee, aber super knapp. Super knapp, doch, das schafft er vielleicht noch. Nee. Ganz, ganz knappe Kiste, aber nein. Dann am Ende ist es dann doch ein bisschen zu wenig, ey. Hui, aber wunderschöne Runde von Ad-Hoc. Und da sieht man auch, dass sie selbst mit Pistols auf der Terror-Seite punkten können. Und das heißt, dass dieses Spiel noch lange nicht over ist. Wichtiger Zerder für Euronics. Ja, Euronics ist auf der besseren Seite, ist mit einem Vorteil jetzt auch hier drin. Aber wie du sagst, sie dürfen sich hier drauf nicht ausruhen. Sie dürfen jetzt nicht sagen, oh, war eine gute T-Hälfte, haben wir im Sack. Das ist halt einfach nicht so. Ad-Hoc Gaming kann genau das gleiche auf der T-Seite machen. Die können genauso in jeder Runde, in jeder Pistol-Runde gefährlich sein. Und jetzt hat man eben sogar die vollen Waffen und eine SG bei Devran. Mittlerweile eine ultra selten gekaufte Waffe. Bin ich gespannt, wie man sie einsetzt. Ja, auf diese Distanz könnte sie sogar nochmal relevant werden, weil du ein bisschen flexibler bist. Das ist halt keine Autotacker. Du bist nochmal ein bisschen schneller unterwegs und vor allen Dingen hast hier sehr, sehr offene Winkel, sehr, sehr offene Flächen, womit du natürlich auf weite Distanz auch mit so einer SG noch punkten kannst. So, und dann sitzt der erste Shot. Schön gemacht. Und mit der SG, das könnte natürlich jetzt auch erstmal noch einen Flame geben bei Maki. Warum spielt der sowas, Mann? Was soll das? Und ja, mal gucken, wie viel Würze da drin ist. Queen Train gerade nochmal gesehen. Headshot kommt durch gegen Devran, aber der kann natürlich das Ganze aushalten. Auch Race fällt daraus. Parktis ist, der das Ganze nicht schaffen kann. Und jetzt merkt man auch wieder den Nachteil, den man hat, wenn man die zweite Runde holt. Jetzt hat man die SMGs, die ein bisschen auf diese Short Distance gehen. Und über diese langen, weiten Distanzen auf Train ist es dann einfach die Rifle, die besser ist. Und Red im 1 gegen 5. Und was er für ein Timing hat, so ein Pech in dem Augenblick. Am Ende muss man natürlich gucken, ob man diese Waffe hier durchbringen kann oder ob sie vielleicht sogar nochmal auf die Pirsch gehen. Super, super wichtige Runde von Ad-Hoc und die Terrorseite sieht gut aus. Also vielleicht unterschätzen wir da auch wirklich die Terrorleistungen der Teams. Nichtsdestotrotz abwarten, hier kann man noch gar nichts predikten. Red geht sogar in die T-Base, schöner Move von ihm. Ob der da predicted wird, ist die zweite Frage. Ich denke mal eher nicht. Und ja, mal gucken. Wichtige Runde, 9-9, Ad-Hoc Gaming bleibt dran, Ad-Hoc Gaming auch schon davor die Runde mit Deagles super stark und jetzt hier können sie die Runde sogar dicht machen. Ja, darf halt die Waffe nicht verlieren, aber ich denke nicht, dass das passiert. Wir sehen ja auf der Minimap, da sind alle Spieler ganz hinten in der Grundlinie und er ist in der T-Base, das ist unwahrscheinlich, dass da noch eine Hand geht. Heißt, eine M4A4 auf Seiten von Euronics Gaming, das Geld aber sehr, sehr schwach. Sehr, sehr schwach. 1-4, 1-5. Ich glaube, man forst da, weil es macht jetzt quasi keinen Sinn zu sparen, weil du auch nächste Runde nicht kaufen wirst. Yes, also sollte eigentlich der Fall sein. Ich denke auch, dass man mindestens 2 Scouts sehen wird, denn die Scout natürlich auch eine relevante Waffe hier auf dieser Map. Ich bin gespannt, was sie für einen Plan nachgehen werden. Ne, sie gehen sogar auf die Pocket. Auf die Pocket AWP. Da hätte ich mit gerechnet. Also ich bin ein absoluter Fan davon, hier 2-mal Scout zu kaufen. Für Seiten sie. Nevermind. Manchmal sollte man schweigen.
Ich glaube, nur einer hätte es sich leisten können. Ja. Hat sich aber dann dagegen entschieden da auch. Also die Deagles hier doch keine schlechte Wahl. Hat ja bisher auch gut funktioniert. Vielleicht kann man die M4 irgendwie nutzen. Red wäre das dann. Der Jump von Alex R hat natürlich viel Druck gemacht. Defran, nee, Sia war es, Entschuldigung, mit dem Timing, was er aber verliert. Also Plant auf B ist damit sicher und das ist fast schon unmachbarer Retake. Ja, nicht nur fast, das wird auf jeden Fall klar sehr, sehr schwer für sie. Und jetzt heißt es natürlich für... Alter, okay, da, ja, tschüss. Tschüss. Also das, oh, schöne Flawless Round wieder. Und jetzt gucken wir natürlich mal auf die Kohle drauf. Die haben 6-4, 6-6, 5-9, 5-3, 7-3 und haben die Gürtel komplett voll. Also da muss man wirklich sagen, die letzten beiden Runden ideal und vor allen Dingen davor auch nochmal diese Deagle-Runde, die die Economy der Cities komplett gebrochen hatte. Deswegen sind sie jetzt immer noch in einer Eco. Das heißt, hier kann man wieder Geld aufbauen und Ad Hoc hat damit quasi extra Leben, haben da den grünen Pilz gefunden mehrfach. Das ist gefährlich, das ist sehr gefährlich, wenn du die T-Seite so in diese Money-Situation reinlässt. Dass du mal eine Forceball-Runde verlierst, okay, passiert. Dass du auch mal eine Folgerunde nicht mitnimmst, passiert. Aber zweimal Flawless ist ein Problem, weil da kann Atok Gaming jetzt halt enorm mit profitieren, weil da sind die Economy-Runden dann nicht nur kein Sieg für Ironic, sondern ein doppelter Win für Atok Gaming. Ja, 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 aber wie viel konnte Devran jetzt gerade ansagen? Er müsste eigentlich zwei, drei Leute gesehen haben oder war es vielleicht nur so, weil wir natürlich das X-Ray haben? Dementsprechend die Frage, wie man jetzt rotieren wird. Man geht sofort auf den B-Spot, also die Ansagen kamen durch, aber man hat auch super schnell bei Ironics rotiert. Das ist eine schwierige Runde, aber dann holen sie die wichtigen Frags. Ja. Unfassbar entscheidend. Kommt da komplett durch. Perks mit der SG, aber damit kann er nichts anfangen. Ist da auch direkt rausgenommen worden. Das bedeutet Paddy 1 gegen 4. Da kann er nochmal reingehen, kann gucken, vielleicht kriegt er noch einen Kill mehr. Jeder weitere Schaden ist was wert. Und dann macht er sogar einen, kommt nochmal raus in Richtung Bombtrain. Was ist da denn los? Da lassen sie ihm viel Raum. Am Ende macht es aber David K. fertig. 11-9 Atok Gaming mit der Führung von 2 Runden. Full war jetzt für Ironix. Vielleicht sogar die Doppel-Orb. Ich weiß nicht, ob man es eingehen möchte. Einer müsste Glaskinen spielen und Ironix muss die Runde gewinnen. Ja, wir werden es jetzt sehen, jeden Augenblick. Auf jeden Fall Maki, ja. 22. Jetzt ist sehr gerne wieder in Szene das Thema, was du eben angesprochen hattest. Kann ein einzelner Spieler entscheidend sein? Und ja, kann heute. Er bringt es einfach auf den Punkt. Er ist einfach gerade wirklich derjenige, der was rausholt. Aber ich habe es natürlich auch gesagt, Simple hat auch seine 51 Flex gemacht, am Ende verloren gegen Big. Dementsprechend die große Frage, ob man damit halt auch arbeiten kann. Red mit dem ersten wichtigen Frag, sogar blind das Ganze vollzogen. Und jetzt heißt es hier natürlich Lücken finden, Lücken eröffnen. Aber Red mit dem zweiten, Devran findet die Antwort. Aber am Ende eine sehr, sehr große Überzahlsituation für ESG. Ja, Perks schleicht natürlich auch wieder nach vorne. Man will jetzt so ein bisschen auch die Offensivität, die Atok Gaming auf der CD-Seite gezeigt hat, vielleicht ein bisschen kopieren, ein bisschen adaptieren, um da irgendwie reinzukommen. Paddy jetzt auch mit dem ersten Frag. Es bleibt also auch da weiter in dieser Situation, dass man komplett die Überzahl dominiert und Alex R im 1 gegen 4. Das sollte jetzt die 10. Runde für Ironic sein und die war extrem entscheidend, dass man jetzt nach dieser längeren Durststrecke ohne Geld den ersten Fullball wieder solide über die Bühne bringt. Ja, und dann heißt es hier natürlich erstmal das erste Leben verbraucht. Und das ist es. Maki nimmt auch und vor allem mit 4 Mann haben die Cities überlebt. Das ist wichtig, dass sie natürlich selber auch ein bisschen Geld aufbauen kann. Aber bei Atok Gaming hat man noch mindestens 1 bis 2 Mal Continue übrig. Das heißt, die können hier locker flockig nochmal reinkaufen und sind damit auch sehr, sehr weich gefallen. Und das ist natürlich entscheidend gewesen, dass man da zu Beginn oder halt in den letzten Runden so dominant diese Zähler für ihr Team erspielen konnte. Und jetzt die Frage, würde es die Kölsche Zahl, würde das 11. im 11. oder was werden wir jetzt sehen? Das 11.11. oder 12-10. Atok Gaming hat natürlich durch die Geldsituation auch nochmal Chancen. Und wir sehen Devran an der Arme, der wieder recht weit vorne agieren möchte. Okulisch ist da auch in Richtung Side, aber das gewinnt Red. Und da kommt er sogar mit dem Jump nochmal raus. Hätte hier wirklich auch den Refrag werden können und das aber ohne Schaden überstanden. Schöner Entry. Ironix gratis zum 5-4 und damit auch den B-Spot direkt wieder ein bisschen delayed, weil das hätte ein schneller Go geben können. Keine Frage. Und Red hat jetzt vor allen Dingen auch in den letzten beiden Runden immer die First Tracks gemacht. Sogar insgesamt die ersten 3, um gefühlt, oder um es halt genau so zu sagen. Und da sieht man einfach, wie wichtig so eine AWP auf die E-Train ist. Und das heißt hier natürlich schauen, wo es hingeht. Schön abgewartet von Okulistis, der selbst immer sehr aggressiv in diese Richtung spielt und dementsprechend natürlich auch gut kontern kann. Ja, 4 gegen 4 ist noch kein Sieg. Da muss man noch aufpassen, sowohl bei Atok Gaming zum Zugriff, aber auch bei Ironix, für die Runde ein bisschen wichtiger ist, um insgesamt diese Situation wieder unter Kontrolle zu bringen, weil sie selber trotz der guten Runde davor natürlich das Geld jetzt nicht unbedingt als großes Bankkonto irgendwo angelegt haben. Da ist jetzt doch recht schnell tote Hose
Und das bedeutet natürlich auch für sie jede Runde entscheidend und jede Runde momentan sehr, sehr heiß umkämpft. Das ist ein wahnsinnig starkes erstes Spiel in diesen 99 Damage Liga Finals. Ich freue mich wahnsinnig auf den Tag und das ist wunderbar gespielt von Sea. Schade, dass er hier nur einen rausnehmen kann. Damit trotzdem die starke Überzahlsituation. Wichtig, jetzt diesen Spieler zu holen. Aber jetzt ist das X-Ray gerade aus. Ich dachte, er hätte ihn geholt. Ne? Meint, und jetzt geht man hier nochmal auf den Break. Erst nicht mal mit zweiten sogar gesehen. Aber am Ende kann Marky hier beides beenden. Perks und Marky, die Akteure, die hier am Ende diese Runde nochmal mit sich bringen können. Und es ist die Kölsche Zahl. Willkommen, meine Freunde. Der Hastens, ne? Der wartet erstmal noch, dass er natürlich die Waffe picken kann. Und dann jedet ob der Diffuse. Ja, irgendwann sollte man damit anfangen. Ich krieg da immer Angst, wenn die Bombe tickt und tickt und tickt und keiner ist da. Aber das haben sie natürlich auf dem Schirm. Die einzige Situation, die es, glaube ich, in langer Geschichte von Counter-Strike gab, war eben dieser G2 nicht-Diffuse auf Nuke. Er weiß auch nicht, wie das passiert. Das war, glaube ich, das einzige Mal. Aber das Einzige, was du natürlich dann sagen kannst, wenn sowas passiert hier, stell dir mal vor, irgendwie es gibt einen Hardware-Defekt oder du bist halt irgendwie aus dem Internet rausgeflogen, dann hast du dir keinen Puffer gelassen. Aber das sind natürlich Worst-Case-Szenarien. Hier am Anfang natürlich erstmal die Frage, kann man noch ein paar Granaten, kann man noch irgendwas plündern, kann man sich noch einen Diffuse getoben? Kriegt man irgendwo noch die beste Waffe und. Also das macht ja natürlich auch alles seinen Sinn, da noch ein bisschen so auf Plünderjagd zu gehen. Aber jetzt hier, das nächste Leben und langsam werden die Continues eng, denn der Endboss, der ist noch lange nicht beschützt. Und schon wieder Red mit dem First Break, Alter. Der gibt von mir jetzt gerade auf jeden Fall in diesen drei Runden hier ordentlich die Daumen nach oben. Ah, sehr, sehr gut. Ja, immer wieder die Entries holt. Jetzt auch Olaf durchgegangen. Wird man das auf dem Schirm haben? Okulicious hat viel Raum eingenommen, aber da ist man bereits am Up-Aimen. Red, der passt auf, der ist komplett im Film. Schöner Double Kill. Und damit wieder den Zugriff von Atok Gaming quasi im Aufbau, direkt im Startpunkt wieder zerstört. Und Paddy macht zum Glück den Reflect 4 gegen 2. Und auch der Lineup reicht nicht aus. Red mit dem dritten Kill der Runde. Oh, und David K., der hat nochmal Bock. Aber jetzt nur noch 4 AP übrig. 1 gegen 2 Situation von der Seite gibt es den Fragner. Ziehen sie dran vorbei. Jitko-Regel nicht erfüllt. Und ja, wir fassen das mal zusammen. Vor drei Runden Red 2 ersten Fracks gemacht. Danach, davor die Runde, oder jetzt die letzte Runde, hat er einen Frack gemacht. Und jetzt auch wieder 2 Fracks in den ersten beiden. Was habe ich jetzt gerade für einen Sprachfehler, Alter? Verzeihung. Also um es mal kurz zu sagen, in den letzten drei Runden hat er die 5 ersten Fracks gemacht. So, Dankeschön. Der Entry-Fragger. Übrigens zu deiner Story, ganz kurze Anekdote. Gestern ist One Road to Rio. Kerrigan hatte den Bomb-Diffuse-Knopf unbinded. Und konnte nicht diffusen, weil irgendwie die Config von Kerrigan den Diffuse-Knopf überschrieben hatte und deswegen hatte er den Knopf nicht ready. Hat deswegen zwar nicht die Runde verloren, aber es war lustig. Unlucky. Also da stell dir mal vor, sowas Finale, stell dir mal vor, sowas in der letzten Runde. Nee. Nie wieder glücklich. Ich habe mich leider nicht aufgepasst. Hat Red schon wieder den ersten Frag geholt? Er hat auf jeden Fall schon wieder 2 in dieser Runde geholt. 3 in dieser Runde geholt. Oh. Einfach in den letzten 4 Runden hat er, keine Ahnung, ungefähr fast 10 Frags gemacht oder so. Ja, ist krass. Halt 5 First Frags. Also das ist crazy. Crazy. Möchte ein bisschen mit Marky mithalten, ihm hier die Solo-Position abstreiten auf dem Top-Frag. Also die letzten Runden gehen auf jeden Fall als MVP auf das Konto von Red. Und Ironix Gaming hält hier super gegen. Man muss dazu sagen, diese Runde Atok Gaming nur mit einer Economy, nur mit den Deagles. Das ist also eine Runde, mit der Ironix so oder so gerechnet hat. Auch so mit den 4 Mann natürlich schön gespielt. 13 zu 11, das heißt Atok Gaming. So langsam wird's kritisch. Also jetzt sollte der Fullboy mal wieder aufs Konto von Atok gehen. Sonst ist Ironix bei der 14. Atok wieder im safe und dann könnte es schnell zu Ende sein. Energieniveau kritisch. So, ja. Könnt ihr natürlich gerne mal in den Chat schreiben, aus welchem Spiel das denn wohl sein mag. Ist ein bisschen älter, ist auf jeden Fall noch vor Renés Geburtsjahr gewesen, auf jeden Fall. Dementsprechend gerne die alten Hasen da mal die Erfahrung raushauen. So. Ich habe einen Verdacht, aber ich bin mir nicht sicher. Du kannst den Verdacht ja gerne äußern. Mache ich, wenn der Chat geantwortet hat. Ja, das dauert noch 2,5 Minuten, deswegen hauen wir jetzt raus schon. StarCraft 2. Mal gucken. Aber StarCraft 2 ist, glaube ich, rausgekommen, da war es. Oder StarCraft 1, keine Ahnung. So, Perks wieder einmal mit Doppelfrag blind. Okay, jetzt wird es aber richtig wild hier, Freunde. Und David K. und Devran, die beiden Dees, die müssen jetzt hier arbeiten. Und Marky, ey, das ist gerade wirklich ein saustarkes Ironix-Match. Beeindruckend, sehr beeindruckend, wie man hier wieder zurückkommt, wie man die Kontrolle aufrechterhält, die Doppel-Orb immer und immer wieder gesaved. Die haben jetzt diese beiden AWPs seit 5 Runden nicht verloren. Ich glaube, Red schon länger, ich weiß nicht, der hat die einfach gebunkert. Marky, Perks, Red, 26, 16, 18, 15. Jetzt ist man auf einem Scoreboard-Stand, wo es problematisch wird, wenn alle aufdrehen. Atok Gaming, aber dafür auch 3 Spieler über den 20, also auch die schießen zurück. Es ist ein richtig gutes Match. Ein very good match, my friends. Und damit gucken wir natürlich, wo das Ganze noch hingehen wird. Meine Damen und Herren,
Oh, Kolejce ist als erstes schon wieder raus. Und das sah wirklich fast schon wie so ein Verzweiflungsakt aus, den man gerade versucht hat. Sia nur mit der Informationsplay. Der war aber trotzdem wichtiger Entry. 4 gegen 4 Situation. Jetzt muss Artok funktionieren. Ja, der war mit dem Refrag oder indirekten Refrag quasi, um dann nochmal ranzukommen. Trotzdem die Triple AK, die eine Deagle bei Alex R, das muss nicht unbedingt ein negativer Punkt sein, an denen sie hier hängen. David K. ist aber dieses Mal auch nicht allein auf dem B-Spot. Mali unterstützt ihn und das ist gut, dass man hier jetzt eben diesen B-Spot so Stück für Stück erschließt und so viel Raum jetzt gut macht, dass man darüber vielleicht die Information zieht. So, und jetzt heißt es hier natürlich aus dieser 4 gegen 4 Situation das Beste herauszuziehen. Sia aber trotzdem mit einer guten Posi und jetzt sehen wir hier den Push mit Hartnäs hinten. Wer ist das? Die Nummer 3, David K. Und David K. kann ihn einfach abfrühstücken. Ist da die große Rampe schon durchgekommen, hat hier einen kompletten Spot schon erschlossen. Und man wirklich wunderbar hier auf dem B-Spot hier diesen ganzen Bereich schon einnehmen konnte. Das ist hier natürlich komplett outplayed. Das heißt hier Maki 1 gegen 4, auch mit der AWP und dann wird er sogar vielleicht noch rausgenommen. Üble, üble Kiste. Ja, einen guten Fokus. Oh nein, er geht aufs Nein, um Gottes Willen. In der Millisekunde. Es ist mal wieder Timing. Und das heißt, die 12. Runde für Artok auf dem Konto. Und jetzt sehen wir gerade, Euronix Gaming hat jetzt 4 oder 5 Runden in Folge geholt. Und trotzdem ist das Geld echt nicht so gut. Man wird eine Runde jetzt wahrscheinlich sogar saven. Also hier mit Deagle und Scout sieht das ja dann raus, dass man jetzt sagt, lass eine Runde sparen. Lass Artok Gaming vielleicht die 13. schenken. Und dann gehen wir wieder mit Vollgas rein. Aber daran sieht man, Runden zu holen in Folge ist nicht automatisch Geld aufbauen wie Hölle. So, jetzt muss ich noch ganz schnell sagen, alle oder sehr viele haben Command & Conquer richtig in den Schatten. Ah, okay. Energieniveau kritisch. Energieniveau. Wird gebaut. Produktion abgeschlossen. Leider es wird bereits gebaut. Gestoppt. Abgebrochen. Aber ich mit StarCraft nicht so falsch. Und wir brauchen mehr Fracks, Freunde. Wir brauchen mehr Fracks. Das ist hier wichtig. Artok Gaming mit Waffen. Und das heißt hier, obwohl ESG so einen guten Run hatte, jetzt sind sie halt gebrochen, wie du schon angesprochen hast. Die wollen halt dementsprechend hier nochmal eine extra Runde einlegen, um die Economy ein bisschen zu polieren. Und Okulicious, der poliert jetzt, glaube ich, erstmal den Schädel von Sia. Mali was? Der dürft sich da den nächsten Frack erstmal gönnen, holt sich damit das 5 gegen... Alter, ich dachte, das wäre ein Doppel-Eck gewesen, aber den Molotow! Maki pusht einfach durch die Flammen, denkt sie so, ist mir egal. Ich habe einen schutzsicheren Anzug, so einen feuerfesten und das ist mir komplett wurscht. Aber die Runde ja sowieso eben mit dieser Economy nicht ganz so entscheidend. Perks bleibt erstmal stehen, 13. für Artok Gaming und dann wird's die Key-Round für beide Teams werden. Ja, so, wichtig, wichtig, wichtig. Mal gucken, wie lange Perks jetzt hier nochmal ausharren kann. Der wird natürlich versuchen, irgendwie als Exit-Track nochmal jemanden rauszunehmen, sich vielleicht noch eine Waffe abzusnacken, aber sie haben natürlich nächste Runde mehr als genug Kohle. Da kann alles gekauft werden, die können wirklich da auf Triple-AWP theoretisch sogar gehen. Aber wichtig vor allen Dingen ist einfach, dass Red weiterhin mit seinem langen Rohr ausgestattet ist, damit er damit einfach arbeiten kann und das macht er bisher wirklich vorzüglich. Hier kommt er sogar nochmal dran. Oh! Aber die einfachen sind die schwersten. Ja. Und ja, damit 13. Zähler für Artok und keine einzige Waffe verloren. Das heißt, ein Continue, ein Super Mario Pilz ist wieder am Start. Ja. Das war, komm, das war besser als Wer wird Millionär. Ja, das war... Das war nicht ganz in der... Das werde ich nicht mehr vergessen. So, Enemies Flash, auch natürlich hier eine wichtige Sache. 14 Stück bei Maki und Red und auch 15 auf der Seite bei Okulicious. Also die Granaten, die sitzen auf jeden Fall. Ne? Da sitzt was on point. Ja, und jetzt muss es sitzen. Euronix Gaming sogar ein bisschen mehr mit dem Rücken zur Wand, weil die haben nämlich kein Geld. Backup! Und wie war das denn? Das muss der Anschuss gewesen sein von Red und dann Paddy's Molly, der es beendet irgendwie, um da dann den ersten Frag zu machen, weil beim Rausrennen aus Main macht der Molly keine 100 Schaden. Und Sia kriegt auch nochmal einen Anschuss. Stell dir mal vor, Alter. Einfach durch, bam! Nicht sofort 100 Schaden, ey. Das ist richtig insane, ne? So, jetzt auf jeden Fall hier Mali nochmal kurz seinen Karambit Fade in die Kamera gehalten und mit, genau mit diesem Faden soll es jetzt auf den Spot gehen. Der war ein wichtiger Entry, Sia, der darf nicht so viel holen. Sia veräbt am Anfang ein bisschen, aber dann holt er ihn trotzdem raus und wie viel kann er machen? Boah. Schöner Double. M4A4 jetzt gerade als Legende, aber es reicht nicht. Die Pistol ist da. 2-on-2. Oh Mann, diese Keyround ist so wichtig und beide machen super spannend. Maki mit dem nächsten Shot an der AWP und das heißt, Devran ins 1 gegen 2 gedrängt. Die haben zumindest noch Geld und die Runde nicht klappt, aber Euronix Gaming hätte die 15. und das ist die sichere Overtime. Der muss das Ace machen, der nimmt den 4. raus, der 5. Der reicht nicht. Paddy ist am Start, er holt diesen wichtigen 15. Zähler auf dem Konto, aber es sind $800 nochmal oben drauf, die sie hier im Loser-Bonus bekommen, dadurch, dass die Bombe geplant worden ist und sie haben natürlich mehr als genug Kohle, aber das wäre natürlich ein Ding gewesen. Devran mit dem Ace, 4K in dieser Runde am Ende reicht es trotzdem nicht. Und ESG, die haben hier auf jeden Fall schon mal lockeres Gefilde, denn die Overtime, die ist zumindest schon mal sicher. Ja, 15 zu 13, das macht es natürlich in diesem Falle schon sehr, sehr schön für Euronix Gaming, denn das heißt, man kann sich ein
bisschen zurücklehnen, kann sagen, okay, zwei Runden haben wir jetzt Zeit, um dieses Match in regulärer Spielzeit zu beenden. Wenn es nicht klappt, haben wir immer noch einen kompletten Reset mit dem Geld, mit den Runden zur Overtime dann. So, und wo wird es hingehen? Jetko simuliert jetzt gerade so ein bisschen den GoTV-Spoiler, aber das kann er vergessen. Da fallen wir nicht drauf rein. Jetzt Okulich ist schon wieder bereit an seiner Position. Der ist natürlich so ein bisschen anti-played auf diese aggressiven Moves, die man spielen kann. Und er ist jetzt schon relativ früh raus. Denn er hat den Frag hier auf weite Distanz gemacht. Okulich sieht noch viele und kann noch einen zweiten mitnehmen. Wichtig, und das könnte die 14. Runde werden. Ah, Perks holt sich einen zurück. Alex, er ist das Paddy, ist da jetzt gedroppt, hat ein bisschen Schaden genommen, ist dafür aber schneller unten gewesen und Electric gesehen, macht da auch den Spray, aber Collision steht gut, der steht wunderbar, wird er jetzt gegen Perks rein aimen und das Duell auch mit Devran zusammen gewinnen, das ist Sia im 1 gegen 4, schwere Situation. Ich wollte gerade schon die Ratsche drehen, aber Sia ist noch super weit weg. Ein 1 gegen 4, wie du schon angesprochen hast. Der ist jetzt hier nochmal vors Efeu. Und ja, Ivy hatte damals genau aus dieser Situation natürlich seine Namensgebung, weil damals bei 1.6 dieser ganze Bereich mit Efeu bedeckt war. Sia mit einem, er geht glaube ich sogar nochmal in die Nähe, bleibt im Affektionsradius, um vielleicht nochmal eingeladen zu werden. Aber wichtig vor allem, diese Waffe durchzubringen, denn geldtechnisch sieht das ja nicht gut aus. Ja, sieht vor allem auch in diesem Falle für David Kahn nicht gut aus, weil der läuft ihm gleich ins Feuer und dreht sich nochmal weg, um vielleicht eine Flashbang irgendwie zu dodgen, da was rauszuziehen. Aber Mali, der holt ihn ab, Badshot sitzt und damit Atok Gaming 14-15. Wird das jetzt die Overtime? Kann Atok Gaming hier und jetzt direkt im ersten Spiel der Finals eine Overtime erreichen? Und dann, meine Freunde, nicht nur Overtime Masterplay, sondern dann wird's ganz, ganz, ganz toll. Meine Güte. Und da geht auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön raus an die ganzen Zuschauer. 3200 Zuschauer, die Ratte ist für euch, Ladies and Gentlemen. 3200 Zähler, die hier gerade vor dem Bildschirm am Start sind. Und 3200 Zuschauer, die musst du auch mal vor dich stellen. Das wäre auf jeden Fall ein Ding. Das stimmt. Also, nächstes Offline-Finale, wenn es nach Corona wieder möglich ist, dann machen wir eine Halle mit 5000 voll und dann seid ihr alle eingeladen. Ja, warte kurz. Und Mipu in der Regie fängt das Schwitzen an, was ich hier schon wieder ankündige. Aber jetzt sind wir erstmal in der letzten Runde der regulären Spielzeit. Atok Gaming, All or Nothing. Und für Aeronix Gaming sieht es ganz mies aus, denn die haben drei Deagles, eine 5-7, eine Scouts und damit bei weitem nicht optimale Equipment-Voraussetzungen für diese Runde. Sieht sehr, sehr gut aus für eine Overtime. Und das wäre natürlich, sag mal, ein Kracher hier. Die erste Overtime im ersten Spiel, aber Paddy, der hatte andere Pläne. Den ersten Frag setzt er hier, Okulich ist wieder rausgenommen. Und der hat da wirklich auch immer wieder leichte Schwierigkeiten Richtung Main. Und jetzt hat man hier den Space-Spot sofort für sich erschlossen. Das wird super schön. Ne, das wird die Overtime, Freunde. Ich glaube auch, jetzt wird's schwierig. Marky nimmt hier nochmal die Scout in die Hand. Er will seine Magic nochmal irgendwie durchbringen. Aber Paddy und Perks jetzt im 2 gegen 4. 5-7 AK, die stehen auch noch auf dem falschen Spot. Ich sehe es nicht. Ich sehe hier wirklich die erste Verlängerung des Tages. Ja, und das wäre natürlich ein guter Kracher. Vor allen Dingen super, super unangenehm für ESG, die gegen Atok natürlich genau diese Map hier haben müssen. Es ist das 15-15. Meine Damen und Herren, Overtime! Jawohl, es wird direkt in der ersten Map über die absolut volle Distanz gespielt und es wird insane spannend und wir haben so viel auch am Anfang schon darüber philosophiert. Die Analyse-Ecke hat es uns gepredigt. Aeronix Gaming braucht ihren eigenen Map-Pick, weil Nuke eine unglaublich harte Nuss sein wird gegen Atok Gaming. Und jetzt über die Overtime zu verlieren, wäre auch mental nochmal so ein Punkt, wo du sagst, das ist echt unangenehm und dementsprechend sind wir in dem Falle natürlich auch bei Atok Gaming ein bisschen im Vorteil. Ja, und dementsprechend natürlich auch die große Frage, wie wird es dann am Ende ausgehen? Kann ESG jetzt wirklich diesen super Führung, die sie hatten, müssen sie die nochmal abgeben? Wenn sie hier natürlich nochmal gebrochen werden und die erste Map nicht mitnehmen können, dann sehe ich auch wirklich sehr, sehr schwierige Chancen, sich da auf Nuke nochmal zu erholen, weil Nuke ist einfach eine extrem starke Map von Atok. Aber da bin ich vielleicht schon einen Step zu weit, denn wir müssen natürlich erstmal gucken, wer hier vom Server als Sieger geht. Ja, wie war es dann bei dir damals in der professionellen Zeit, wenn du so ein Overtime-Match hast, was extrem lange dauert, wo du deine ganze Energie reinpowerst und das dann zu verlieren? Ist das nochmal ein härterer Lose? Ja. Kann man ganz klar sagen, du hast auch vor allen Dingen so einen Adrenalinaufbau, der sich über die ganze Zeit hinspielt. Wirklich jede einzelne Runde wird so hart gehypt, so hart gefeiert. Jede Runde, die du gewinnst, rastest du förmlich aus, wenn es um was geht. Gerade hier bei solchen Liga-Finals ist das unglaublich relevant. Und wenn dann am Ende wirklich diese letzte Runde, du merkst, okay, die gleitet dir aus den Händen, sie sind gerade der Gewinner und dann
bam, dann sitzt du da und du hast einfach so viel Energie gelassen. Deswegen sage ich ja manchmal auch, wenn es eine sehr starke Führung ist, sowas zurückkommen, weiß ich nicht, ob es das Beste ist. Hier in dem Fall musst du natürlich jetzt kämpfen, da gibt es keine andere Sache. Es gibt keine zweite Chance, es gibt keine Wiederholung, wenn man hier raus ist oder beziehungsweise wenn man dieses Best of Three verliert. War es das mit der Season 14? Dann kann man zwar nächstes Jahr wieder angreifen, auch das für die, die es nicht wissen, natürlich alle Finalteilnehmer und alle Playoff-Teilnehmer werden nächstes Jahr, nächste Season auch wieder in den First Divisions unterwegs sein. Trotzdem, man will den Pokal mitnehmen, man will das Preisgeld mitnehmen. All in. Ja, und was mich interessieren würde auf jeden Fall, wie ist es bei euch bei Overtime? Seid ihr da am Ende wirklich hart geschlaucht oder ist das für euch kein Problem? Ihr könnt es abschütteln. Gerne mit uns diskutieren auf Twitter, auf Instagram, Hashtag 99Liga und da können wir dann immer gerne hier ins Gespräch gehen und ja, den ein oder anderen Tweet damit natürlich aufgreifen. Ja, Hashtag 99Liga dann natürlich auch benutzen für eure Social-Media-Aktivitäten. Postet uns doch einfach mal, wie ihr das Ganze verfolgt. Momentan ja alle wahrscheinlich zu Hause, aber schreibt uns doch einfach mal, was macht ihr so? Habt ihr einen riesen Leinwand aufgebaut oder seid ihr zu Hause am Sofa oder im Bett mit Handy, keine Ahnung, zeigt es uns. Das obligatorische Badewannenbild brauche ich. Irgendjemand legt sich immer in die Badewanne ohne das, nein, kein Wasser, sondern einfach ohne Wasser reingelegt. Ich glaube, letztes Mal war es, Freak Skylo war es nicht. Wer war es nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube auch Freak. Ich habe den Namen vergessen. Haas mit Nachnamen auf jeden Fall. Der hatte sich in die Badewanne gelegt, da gehen auf jeden Fall Grüße raus. Vielleicht kriegen wir auch dieses Mal wieder ein Bild in diese Richtung hin. Ja, also gerne, wie gesagt, Hashtag 99Liga und uns beide noch gerne verlinken. @VenomTV mit 3 und 0, @MasterPlay GG. Und damit sind wir zurück in der ersten Overtime. Best of 3 bzw. MR3. Man muss 4 Runden gewinnen, um hier die Overtime für sich zu entscheiden. Bei einem 3-3-Teilung gibt es eine zweite Overtime. Das alles wird gestartet mit 16.000 pro Seite. So, Marki, hier in diesem Spiel schon eine maßgebliche Personalie, vielleicht auch hier in dieser Overtime. Aber er trifft den Shot nicht. Devran kann den ersten Entry machen. Jetzt ist Perks aber da. Okulisch ist der Survival-König. Ja, er surft da über diese Palette, die da steht, kommt damit sehr, sehr schnell voran und das klappt mit der Aug in dem Falle nicht bei Perks. Also Entry Frag, Atok Gaming, Überzahl und das Informationsplay, was man rausholen kann. David K. dementsprechend da auch im Cross natürlich ein bisschen weiter vorne und das bringt ihnen jetzt den Vorteil, wenn man diesen Explode schnell und zügig durch die Gegend spielt. Ja, mal gucken, wo es hingeht. Auf jeden Fall jetzt erstmal relativ langsam Richtung B und da soll der Execute rauskommen. Die Nummer 8 ist der wichtige Faktor und das ist jetzt in diesem Augenblick, ich sehe es gerade gar nicht richtig, Sia, glaube ich. Ja, Sia hat jetzt nochmal die Molotov rausgeholt und dann ist die Smoke nicht richtig aufgegangen. Was ist das denn? Boah. Smoke komplett verbuggt, die hat den Molotov nicht gelöscht und damit das Timing komplett offen ist, weiß man natürlich, dass es in diese Richtung gehen soll. Wie viel kann Sia aus dieser Position noch herausholen? Ja, und das waren Sekunden, die entscheiden können, die man da jetzt auch gewonnen hat. Sia mit dem ersten Frag, Paddy mit dem zweiten und der Zugriff ist komplett daneben gegangen. Jetzt muss man richtig aufpassen, Atok Gaming verliert hier diese Runde bisher. Man muss immer noch blenden und die Bombe ist bei Okulicious. So, und das heißt hier, Paddy mit dem schönen Timing von der Seite gepusht, aber dann ist oben natürlich die große Rampe und der schießt nicht sofort. Der hat natürlich die Information für sich erzielt und möchte jetzt erstmal Red rausfarmen. Und sobald er den hat, kann er natürlich den hinteren Spieler auch noch mitnehmen. Der ist nämlich durchgepusht. Er hat das hier bekannt und er macht es sehr, sehr klug. Aber am Ende sind natürlich genau, wie du sagst, die 10 Sekunden das Entscheidende. Ein Spieler nimmt er mit, der zweite Spieler ist ihm bekannt. Und das heißt, er geht jetzt hier auf den Bombenplant und hat diese 4 Sekunden natürlich nur noch übrig. Red damit im One-on-One und das wird schwierig. Oh nein! Oh! Was? Und David K. holt es. Er holt diese 16. Runde. Leck mich am Zuckerli! Wie kann er denn das gewinnen? Das ist unglaublich, Mann! Bei 8 Sekunden hat er die Bombe bei 4 Sekunden gerade noch so geplantet und dann holt man sich tatsächlich diese 16. Runde. Das Replay schauen wir uns an, aber wie bitter für Euronics. So viele gute Aktionen und am Ende ist es David K., der aus seiner Sicht hier ein Wahnsinns-One-on-One spielt. So, mal gucken, wie man das Ganze jetzt hier weiter ausspielen wird. Schwierig, 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 Ladies and Gentlemen. PSG kann natürlich, oder jetzt wird natürlich auch der Kopf arbeiten, jetzt wird der Kopf mitdenken und wird sich denken, um Gottes Willen, das jetzt nicht aus den Händen geben, denn man hat gerade einfach die ideale Voraussetzung gehabt, um Atok zu schlagen. Ja, vor allem jetzt die CT-Halbzeit, also in der Overtime spielt man immer zuerst die Seite weiter, in der man gerade die letzten 15 Runden beendet hat, in dem Falle Euronics auf der CT-Seite und eine ist Pflicht, am besten wären zwei, vor allem wenn man diese Verteilung so anschaut und Atok Gaming hat jetzt gerade mit einem guten und sehr spannenden 1 gegen 1 die erste Runde gemacht, ist jetzt zwar im 4 gegen 5. Trotzdem natürlich so ein bisschen die Mentalität. Euronics muss einfach stark bleiben. So, Devran hätte sich natürlich gewünscht, dass da jetzt jemand rumpiekt und er wartet immer noch darauf, dass natürlich genau die Information kommt, aber die Smoke, die verhindert das Ganze. 59 Sekunden auf der Uhr und die Zeit geht immer wieder weiter runter. Atok Gaming braucht Ideen und Maki mit dem nächsten Frag trotzdem wieder einen Ausgleich von Alex R. 3 gegen 4, immer noch Vorteil für ESG, aber mit einem guten Push, mit gutem Timing, mit gutem Momentum kann man das Ganze hier nochmal ummünzen.
Ja, Perks pusht da jetzt durch Ivy, geht immer weiter nach vorne, holt sich damit Räume, die er ausschließen kann. 3 gegen 4. Jetzt ist es wieder der B-Spot. Die Smoke ein Stück zu weit vorne, reicht aber um die AWP erstmal zu disablen. C, ja, mit 2 muss er da machen. Am besten den Rotierer, aber Mali einfach im Vollsprint ins Gesicht. Aber dann macht zum Glück Red in Folge und den zweiten noch hinterher. Devran im 1-on-3 und nachdem er den Schuss verschießt, ist es die 16. für ESG. Was sind das denn für knappe Runden hier? Ja, mega, mega knackig, mega, mega knapp und vor allen Dingen ist gleich der Faktor, dass man natürlich damit in die Seiten switchen muss und man wieder so ein bisschen in dieser, ja, sag ich mal, Überraschungsfaktor drin ist. Was heißt Überraschungsfaktor? Klar, die haben schon 10 Milliarden Stunden auf Train gespielt, aber es ist einfach dann in dem Augenblick mal wieder ein bisschen ungewohnt, die andere Rolle zu spielen. Und wer kann da besser adaptieren? Wer ist schneller wieder auf der gegenüberliegenden Seite aktiv und wer wird dann letztendlich das Ganze hier ummünzen können? Wichtig vor allen Dingen jetzt wirklich hier diese zweiten Zähler für sich mitzunehmen. Egal ob Terror oder City-Seite. Terror wäre nochmal viel, viel wertvoller, aber mal gucken, um welche Richtung es hier geht. Ja, Paddy zieht da recht schnell den Gasfuß durch. Oh, und auch der Push von Sia ist sehr interessant. Mali hat es da scheinbar auf den Schirm. Der aimt da auch gegen den Ausgang aus der Smoke heraus. Jetzt hat man den Schuss gehört. Das heißt, Sia ist auf jeden Fall bekannt, kann da jetzt nicht weitergehen und zieht sich auch durch die kleine Rampe wieder zurück. Hat natürlich ein bisschen Präsenz gezeigt, hat ein bisschen Zeit rausgenommen. Und Paddy, es ist halt Popdog. Wenn er jetzt hochgeht und das Timing findet, macht er den Gottes-Backstep. Aber da musst du halt erstmal die Eier für haben und natürlich aimt das auch immer mindestens einer ab. Muss ich gerade sagen, also bei so vielen Leuten, wenn man da nicht abämmt, ist es der große Fehler von Ad-Hoc Gaming. Aber auch da gibt es natürlich immer wieder Zeitfenster, womit man punkten kann. Sia steht jetzt wieder close vor der Rampe, hat vor allen Dingen noch wichtig die Molotov. Oder Incendiary Grenade, besser gesagt. Und jetzt heißt es hier natürlich genau gegen diese Explosion zu punkten, aber sie machen es gut. Sie wissen ganz genau, dass er da auf Molotov spielt und deswegen stehen sie schon instant ready. Also wenn er sie gerade auspackt, dann sind die schon draußen und genau das funktioniert jetzt hier. Oh, schön gekontert. Gut reagiert. Da jetzt nochmal der Molly für die Side. Der ist auch schön platziert. Den kann man nicht direkt absmoken. Und dann verbrennt man. Hä? Da hat man damit gerechnet, dass da ein Smoke kommt. Der stand einfach im Molotov, hat sich gedreht und dachte so, hallo, smoked irgendwann jemand? Und dann verbrennt er hier mit 60 AP. Schöne Runde, Ironix Gaming. Das hätte ich gerne in TS gehört, was da gerade gemacht wurde. Ja, auf jeden Fall nicht gut abgestimmt in dem Augenblick. Und das ist der zweite Zähler für ESG auf der City-Seite. Aber wir wissen, die City-Seite eigentlich die Bevorteilte. Dementsprechend die Frage, kann jetzt vor allen Dingen Red, der gerade gefühlt wirklich jede Runde die First Breaks gemacht hat, jede Runde unfassbar viel Impact mit der AWP vollzogen hat, kann der das auf der Terror-Seite jetzt auch abrufen oder fehlt er dann quasi? Und ja, ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier noch auf eine zweite oder dritte Overtime gehen kann, denn das Spiel ist gerade komplett auf Augenhöhe. Die Frage ist nur, wie sieht es auf Nuke aus? Denn das ist die nächste Map, die folgen wird. Ja, und da jetzt auch nochmal von Ironix Gaming die Pause gecallt. An der Stelle zwei Pausen sind noch übrig, hat uns gerade hier der Bot gesagt. Das heißt also auch da natürlich die Timeouts noch gespart. Das ist auch wichtig. Jedes Team hat 4 Timeouts, die man hier ziehen kann. Und das zählt für die volle Spieldistanz. Da wird nichts aufgefüllt oder so. Das heißt jetzt natürlich, dadurch, dass ESG noch welche übrig hat, können sie die über die Overtime jetzt nutzen und da auch wichtige Calls vielleicht nochmal durchgehen. So, meine Damen und Herren. Also, wir sehen auf jeden Fall jetzt schon mal Doppel-AWP. Das steht fest. Und auf der anderen Seite zumindest bei Red schon mal eine AWP. Auch da nochmal natürlich der Hinweis, es ist MR3, es ist Start Money 12.500 und dementsprechend also für mich immer der perfekte Kompromiss. Und mal gucken, in welche Richtung wir uns jetzt hier bewegen werden. Triple AWP, leck mich an. Zero! Zero! Und das kann auch teuer werden. Also jetzt ohne jetzt zu sagen, dass es hier jetzt bisher knapp wird, sind 16.000 auch nicht... Also, du kannst jetzt keine 5 AWPs 3 Runden kaufen. Du musst aufpassen. Also die Runde jetzt komplett zu holen für Ironix wäre schon mal ein guter Startpunkt. Aber für die ist es ja sowieso die 18. Runde, also damit dann die Matchpoints. Das heißt, Ad-Hoc investiert natürlich alles und möchte hier irgendwie punkten. Ja, deswegen bin ich aber auch überrascht. Bei 12.500 Start Money ist natürlich auch wirklich eine Triple AWP gewagt. Aber man muss natürlich die Shots setzen. Und Okulichis, der sitzt da gerade nicht ideal. Der war mit dem Ersten. Und dann ist Mali da eine wichtige Personalie. Und jetzt unterstützt man sich gegenseitig. Trotzdem, das ist natürlich mit der AWP ein bisschen unflexibel. Und der verbrennt. Richtig von Devran. Schöner Molly da, direkt in den Laufweg reingedonnert. Hat er gesehen, wo Marki ist. Alex, er nochmal erfolgreich gegen Paddy. Sia, 1 gegen 3. Und Sia, sagt er da, mit dem Ersten. Den Zweiten hat er aber noch... Nee, hat er nicht gesehen. Wir sehen es mit X-Ray, aber X-Ray hat Sia nicht. Sagst du. Da bin ich mir sicher. So, 17:17, meine Damen und Herren. Ad-Hoc Gaming kriegt hier nochmal den Ausgleich hin. Aber ziehen Sie dran vorbei oder wird Ironix hier jetzt erstmal natürlich die Ideen sammeln. Die Triple AWP kann nicht vermarktet werden, ja, never mind. Die kann nicht weiter verwertet werden. Man hat jetzt wahrscheinlich nur noch eine zweifache, aber am Ende kann auch genau das ausreichen. Also wichtig, dass man jetzt natürlich gut steht bei Ad-Hoc Gaming.
Ja, zwei Runden noch hier in dieser Overtime. Auf jeden Fall gehen wir über die volle Distanz, auch in dieser Overtime. Und das heißt, bei einem 1-1 sehen wir weitere sechs Runden. Bei einem 2-0 für eins der beiden Teams ist es gelaufen mit Train. Aber auch für alle, die gerade das einschalten, es ist ein Best of Three, meine Freunde. Also hiernach ist noch nicht Schluss. Es gibt noch eine zweite Map mindestens, die ist Nuke. Und das ist der Pick von Atok Gaming. So, und jetzt heißt es hier natürlich zu Punkten. Alex, der wird übermannt, Und damit ist hier auf jeden Fall der Spot erstmal offen. Super schwer zu retaken. Wenn Atok das hier nochmal holt, dann sind auf jeden Fall kleine Fehler entstanden. Und das machen sie so stark. Perks und Paddy, wow. Die gehen hier drüber. 18. Zähler für Oronix, sollte hier safe sein. Und dann heißt es hier, die erste Möglichkeit, diese Map zu gewinnen. Mali nochmal mit der Antwort, bringt vielleicht seine AWP durch. Aber das ist auch das Einzige, was man hier in dieser Runde noch gewinnen kann. Schön von Oronix Gaming und das ist wichtig, das gibt wieder einen Confidence Boost, das gibt wieder eine gewisse Sicherheit im Team ab, die man jetzt hier in dieser Overtime spielen kann. Mali verliert noch die Awe, ist aber egal, wir sehen es hier geldmäßig gut. Man kann sich jetzt keine drei AWPs mehr leisten, aber für einen Vollball reicht auf jeden Fall. Bedeutet letzte Runde, die man jetzt bei Atok Gaming wieder mit dem Rücken zur Wand steht. Zwei Matchbälle hat man schon abgewehrt, der dritte muss es sein für eine weitere Overtime oder Oronix Gaming mit Biegen, Brechen und Zittern mit der ersten Map. Wow, übel. Und irgendjemand hat es gerade eben im Chat geschrieben, Alex R. mit dem Ingame-Leader-Syndrom. 16 Frags bei ihm, auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir Sia mit 17. Also die sind zwar jetzt gerade noch nicht so 100% on point, aber sie haben schon sehr, sehr wichtige Dinge hier in diesem Spiel natürlich vollbracht. Was kann man jetzt rausholen? Wird es die zweite Overtime? Gehen wir hier auf die 20 Runden pro, pro Seite? Oder wie wird es hier jetzt erstmal aus? Oh, der traut sich viel. High Risk, High Reward und Sia sagt, Sia, Mensch! Wahnsinns-Headshot, das ist halt so ein Offener, so ein Opener, das ist der Entry-Frack, der die Runde, so ein Öffner, es ist der Dosenöffner. Ein Offener, Junge. Ein Offener. Das ist der Flaschenoffener von Warsteiner, Grüße gehen raus. Easy, also, das ist vielleicht eine Produktplatzierung, ein Gesicht auf so einem Flaschenöffner und dann heißt er einfach Offener. Aber das ist halt ein sehr guter Offener gewesen, muss man auch ganz klar sagen, David K. damit raus und damit natürlich schon einige Lücken erzielt und vor allen Dingen auch wirklich, ja, schwierig jetzt für Atok doch zu reagieren, die müssen jetzt ausgleichen. Mali, der wartet erstmal in diesem Schlitz und man will da echt pushen. Das ist drei, also das ist krass von Atok, dass man hier die Eier hat und sagt, wir pushen das. Macht aber nochmal die Frags. Wow. Mali mit dem zweiten. 3-2 Überzahlsituation. Oronix Gaming verliert diesen Zugriff über Ivy und da liegt die Bombe. Da liegt die Bombe, die muss man zurückholen. Und wenn Mali stehen bleibt, dann musst du gegen eine AWP erstmal so eine lange Distanz einnehmen. Wichtigster Mann jetzt auch Alex R., der geht schon runter, der ist auf dem Spot, der kann natürlich unglaublich viel rausholen. Mali findet ihn, das könnte hier die zweite Overtime sein. Und es ist die zweite Overtime. Atok Gaming kommt zurück. Jetzt müssen sie selber auf der CT-Seite vorlegen, um Gottes Willen. Aber der Offener, der war so wichtig, hat am Ende aber nicht gereicht, um es zu einem Schließen nachzubringen. Ja, sorry, da muss jetzt mal kurz der Flame raus. Mann. Ja, nächster Timeout. Ich sag's, wie gesagt, Oronix Gaming, die nutzen jetzt ihre Timeouts, die sie sich in der regulären Spielzeit gespart haben. Nochmal einer für die nächste Overtime. Nochmal sechs Runden. Ich hab's gesagt, das wären heute 16 Stunden Counter-Strike. Ihr werdet heute den ganzen Tag vor eurem PC oder wo auch immer sitzen und werdet mit uns hier großartige Spiele genießen können. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. 3500 Zuschauer. Da gibt's natürlich noch eine Ratsche an euch raus. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der da draußen am Start ist. Wir freuen uns natürlich und genießen 4100 bei dir schon. Mein WLAN ist halt nicht so gut. 4100 Zuschauer, Ladies and Gentlemen. Haut mal den 4000er Hype hier in den Chat. Und ja, geil. Ihr könnt natürlich auch die Ratsche drehen. Und da danken wir natürlich auch jedem Supporter da draußen, der hier den Sub rausgehauen hat. Herzlichen Dank. Haben natürlich auch die ganzen Team-Logos am Start. Also wenn ihr da natürlich cheeren wollt, wir bieten es euch gerne an und freuen uns natürlich über jeden Support. Ja, und wenn wir gerade schon bei den Dankeschön sind, dann natürlich auch ein Herz in den Chat und ein Herz raus an unsere Partner, ohne die solch eine Liga und solch eine Produktion nicht möglich waren. Unter anderem Warsteiner als Powered Supporter, Bet at Home, AMD, Monster Energy und Nitrado Game Server. Dementsprechend da auch nochmal ein Shoutout an dieser Stelle. So, weiter geht's, Ladies and Gentlemen, 18-18. Es geht jetzt hier in die zweite Overtime, der erste Map des ersten Spiels. Also wer denkt, dass er hier was verpasst hat? Nein, wir sind noch ganz am Anfang dieses heutigen Tages und eventuell folgen da sogar noch ganze 8 Maps, je nachdem, wie die Spiele verlaufen. Red wieder mal mit dem Entry und dann will er zu viel. Und er gibt sogar noch einen Headshot, ich weiß nicht. Zwei Headshots. Er hat sowohl Red als auch Sia angeschossen mit dem Kopf. 9 HP und 11 HP und 10 HP. Weil Red jetzt nochmal Oculicious, der natürlich versucht, da nochmal reinzugehen. Schafft's aber nicht und Perks gibt Vollgas. Der ist richtig unterwegs in Richtung Olaf, in Richtung Ivy. Möchte da natürlich jetzt pushen, um so viele ungünstige Winkel wie möglich zu erschaffen. Perks ist auch schon durch und das ist ein 4-2. Atok Gaming kommt hier gerade nicht drüber. Und das ist so wichtig für Oronix. Es ist so entscheidend, dass sie diese erste Runde hier sofort auf der Terrorseite für sich erschließen können. Und Alex R., der letzte Überlebende, 1-4.
Der bringt natürlich die Waffe durch und vielleicht nochmal den Versuch, an die AWP zu kommen. Aber ich denke mal, auch selbst das kann er sich hier schon mal abschminken. Ja, und das wird auf jeden Fall eine harte Sache. Und wenn wir uns wieder abschminken dürfen, ich denke mal, das dauert noch ein paar Stündchen hier. Ich denke auch. Also, ich habe zumindest damit gerechnet, dass wir hier sehr knappe und sehr lange Matches auch vor uns haben. Dass es jetzt gleich in der ersten Partie schon über 40 Runden vielleicht und mehr geht, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber macht mich natürlich auch nicht weniger glücklich, dass wir Atok Gaming Ironics hier gerade so eine Schlacht sehen. Und danach, wie gesagt, kommt Nuke, da wird es bestimmt auch nicht weniger spannend, auch wenn ich da Atok etwas weiter vorne sehe. Ironics Gaming hätte und braucht sehr, sehr gerne diese erste Map. Unbedingt. Unbedingt brauchen sie diese zweite Map. Also ich würde es ganz klar sagen, Nuke wird wahrscheinlich nicht so ausgeglichen sein, wie wir es hier jetzt sehen, aber vielleicht täusche ich mich auch, aber mal gucken. Dementsprechend natürlich wichtig, wenn ESG weitermachen möchte, die müssen auf Inferno kommen, meines Erachtens, aber auch da hat man immer wieder entgegen von den Statistiken auch schon Spielergebnisse gesehen, am Ende ist es ein 16:0 für ESG, weißt du, also man weiß es nie, man steckt da nie drin, genau. So, 420-0 wird dann auch geschrieben. Ja, mittlerweile 4.300. So langsam wacht E-Sport Deutschland auch auf. Ich meine, es ist ja auch erst 12. Es ist ja auch erst 12. Also die Zahlen sind herausragend. Da freue ich mich unfassbar. Wirklich Dankeschön an den ganzen Support. Und jetzt heißt es erstmal natürlich auch, die Frag-Zahlen hier ins Unfassbare zu erhöhen. Und Marki, der ist auf dem besten Wege dazu. Das war der stimmliche Offener von Venom und damit Marley mit dem ersten Double Kill. Oh, der Triple! Und Main ist komplett zerstört. Marley nimmt eine AK mit oder eine AWP, je nachdem. Und jetzt ist es die Unterzahl für Ironics. Direkt wieder die Klatsche zurück. 4-2. Einmal umgedrehte Welt in dieser Runde. Und das wird ganz schwer für Perks und Paddy. Und man hat auch die Bombe nicht mehr unter Kontrolle. So, Perks hier, das Ding rausgenommen. David K. Paddy nochmal. Da dreht sich die Runde. Mensch! Was ist los? Was ist los? Das ist einfach gerade ein Hin und Her. Das ist Ping-Pong. Du kannst nicht mal bei der Hälfte der Runde irgendwie callen, was da passiert. 4-2 und es klatscht an allen Ecken und Enden. Jetzt ist es 2-1 und Alex R., der muss ins 1-on-2 und er sollte diesen Klatsch gewinnen. Sonst hat ESG bereits 2 Terrorrunden geholt in dieser Halbzeit. Und er hat die falsche Entscheidung. Er denkt, dass der A-Spot offen ist. Jetzt geht er rüber zu B und die lassen sich unfassbar viel Zeit. Alex R. komplett im Off-Timing. Meine Güte. Da macht das Knife auch keinen Sinn mehr, was er dann da hat, völlig egal. Und jetzt ist es hier natürlich die sehr, sehr ungünstige Ausgangslage für Alex R. hier von Atok Gaming. Und jetzt hört er natürlich die Granaten. Jetzt muss er den Rotationsweg eingehen und er bleibt natürlich leise. Wenn er jetzt natürlich laut steppt, dann weiß er, überall kann der Raum gerade erschlossen worden sein. Aber das sieht sehr, sehr gut aus für ESG. Ja, ein Kit sollte er haben in der Overtime, da ist das Geld für $400 normalerweise am Start, heißt 5 Sekunden Defuse, er kann sich ein bisschen Zeit lassen, hier sehen wir jetzt beide hinter Green, die da abwarten, ob Alex er irgendwo Richtung Ivy oder Main Peak, der ist durch Connector durch, vielleicht mit einer Smoke, vielleicht den Defuse einfach durchziehen, jetzt muss er aufpassen und das Timing passt nicht und Paddy mit dem Frag zum 20:18, Ironics Gaming, 2T-Runden. Das war das 4-2 Situation, ja, glaube ich, ne? 4-2 Situation und die beiden können es nach Hause bringen, Atok Gaming. Gaming ist am Wanken, Freunde. Die wanken und wie die wanken. Und Ironics Gaming sind hier auf dem besten Wege, diese erste Map nach Hause zu bringen. Aber wir haben es schon in der Analyse am Anfang gehört von Grummel und Sorka, die auch gesagt haben, Train, das wird hier maßgeblich. Und ja, wer das hier holt, wird, denke ich, auch mal die bessere Ausgangslage haben. Ja, und auch nach den Spielen auf keinen Fall abschalten. Zorka als unser Analyst und Experte und Grummel als Host. Die beiden werden auch nach jeder Map auch für euch eine Nachanalyse zur Stelle haben. Also lauft nicht zu weit weg. Und Marki, also er läuft auf den A-Spot und drückt Headshots, als wäre es gerade ein Warm-up. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich gerade Gillette, Marki. Der rastet hier komplett gegen den Strich aus und perkt mit die nächsten 2. Alex eher 1-4 Situation. Wenn er das jetzt holt, dann ist es mystisch. Dann wird's mystisch, Freunde. Und Alex, er hat noch Bock natürlich. Der muss alles geben. Es ist die letzte Runde dieser Halbzeit. Save macht keinen Sinn. Und die Bombe liegt noch nicht. Vielleicht mit einem guten Timing. Vielleicht mit einem krassen Shot. Aber es sind immer noch 3 Gegner am Leben. Und Ironics Gaming, wenn sie die Runde jetzt auch noch mitnehmen, haben sie 3-0 auf der T-Seite. Und dann haben sie es hier mit absolut allen Möglichkeiten. Eine Runde auf der CT-Seite und das Game ist durch. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Also wenn das Game dann durch ist, dann ist auf jeden Fall das Team jetzt schon mal gar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier irgendwie ja, diese 3 Terrorrunden nochmal auf der anderen Seite holen kann. Aber mal gucken. Atok Gaming hat uns schon überrascht, positiv wie negativ. Und mal gucken, ob man hier jetzt vielleicht ähnlich stark auf der angreifenden Seite punkten kann. Granatentechnisch natürlich alles da. Wir haben eine AWP bei Devran, aber auch eine Doppel-AWP bei ESG. Also auch Red und Marki da wieder da. Und wir wissen, was Red für First-Track-Mentalität hier in dieser ersten Overtime gebracht hatte. Ja, Sia.
steht da irgendwie auf dem Kopf. Was ist denn jetzt los? Auf Wiedersehen. So, Venom ist raus. Hä? Was zur Hölle? Was ist denn da gerade passiert? Ich kann das nicht sehen. Das ist... Sophia und Maki und Maki! Er macht schon wieder zwei und hat schon wieder Bock. Und jetzt David K. Alex, er hat 2 gegen 5. Entschuldigung, aber das wird doch wohl unmöglich sein. Alle stehen bereit und alles steht auf Zeichen von Ironix Gaming und Alex R. im einzelnen Klatsch. Ja, da ist er raus, Maki 3K, und der beendet es mit dem letzten Frame.